Klingen bringen. Ja, meine Damen und Herren, ich eröffne die 40. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns heute in der heutigen öffentlichen Anhörung mit auf Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit ihrem Antrag Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der Natur auf der Bundestagsdrucksache 2055/59 im europäischen Gebrauch hört sich das dann an wie Nature Restoration Law. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung heute hier im Saal, auch über WebEx. Und an meiner Seite begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Christian Kühn. Ebenfalls da sollte sein. Genau, sie kommt aber gleich, ist die Frau Ministerialdirektorin Dr. Christiane Paulus vom BMUV. Mit Blick auf die Tribüne begrüße ich einige wenige Besucherinnen und Besucher hier im Saal und darf darauf hinweisen, es ist stets ein störungsfreier Ablauf gewünscht und zu gewährleisten. Deshalb keine Nebengespräche, Nebengeräusche und Zwischenrufe hier zu machen. Ich weise auch noch mal auf das Fotografierverbot im Sitzungssaal hin, das auch für öffentliche Anhörungen gilt. Wir haben, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, weil da keine Kameras stehen, live eine Übertragung live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2. Wir haben heute sozusagen das Pilotvorhaben, dass wir mit den kleinen Kameras hier im Saal das Signal der Videokonferenz übernehmen. Deshalb ist eins wichtig, da möchte ich Sie jetzt alle darauf hinweisen, dass nur die Mikrofone oder das Mikrofon jeweils eingeschaltet ist bei dem und derjenigen, die spricht. Und bitte nach dem Reden Mikrofon ausschalten, weil Sie sehen es jetzt gerade. Ich bin jetzt im Bild, weil mein Mikrofon an ist. Da richtet sich die Kamera automatisch danach. Ich begrüße auf jeden Fall alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann dieser automatischen Kamera sozusagen ausgeliefert sind, wo die hinsteuert. Voraussichtlich ab morgen wird auch eine Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek und auf der Website des Ausschusses zur Verfügung gestellt, sodass die Sitzung auch später noch nachverfolgt werden kann. Jetzt möchte ich ganz herzlich unsere 10 Sachverständigen hier begrüßen. Es sind nicht alle im Saal, aber die allermeisten. Auch an Sie noch mal der Hinweis mit den Tischmikrofonen. Wir haben hier im Saal in gewohnter Übung Frau Dr. Wilken vom Deutschen Städtetag. Über WebEx zugeschaltet ist uns Frau Professor Dr. Ingrid Krönke. Ich hoffe es zumindest, dass sie uns, ja, ich sehe es, ist zugeschaltet vom Forschungsinstitut Senckenberg am Meer. Im Saal haben wir den Herrn Rüdiger Nebelsieg von Mohr Rechtsanwälte Partnergesellschaft MBH. In WebEx zugeschaltet müsste sein vom BUND der Herr André Prescher Spiridon. Ist angemeldet. Ja, auch da sehe ich eine Kachel in WebEx, also ist auch da. Im Saal fahren wir fort mit dem Herrn Dr. Bohley von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, mit Herrn Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband, Herr Jörg Andreas Krüger vom Naturschutzbund Deutschland e.V. NABU, von den Familienbetrieben Land und Forst e.V. Herr Max Freiherr von Elverfeld. Dann haben wir den Herrn Florian Hoffmann von European Trust Institute. Und last but not least von der Deutschen Umwelthilfe den Herrn Peer Cyriax. Herzlich willkommen Ihnen allen. Soweit Sie im Vorfeld der Sitzung Stellungnahmen eingereicht haben, haben wir diese als Ausschussdrucksachen unter den Nummern 2016 156a bis
E übermittelt. Wir werden als Hinweis zum Ablauf von dieser Sitzung ein Wortprotokoll anfertigen. Dazu sehe ich keinen Widerspruch. Dann haben wir das so beschlossen. Und die Sachverständigen werden zunächst um ein Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten gebeten. Ich weise dann dezent darauf hin. Also wenn Sie irgendwie so ein Klopfen hören, ich wurde gebeten, das nicht allzu intensiv zu machen, weil das nachher beim Wortprotokoll abhören sehr unangenehm sei. Aber deshalb, wenn Sie darauf achten, dass hier sanft geklopft wird, dann muss ich es nicht so oft machen. Dann ist die Zeit zur Not die Glocke. Das ist auch dann noch vielleicht ein schönerer Ton. So, anschließend beginnen wir mit der Diskussionsrunde. Jede der 6 Fraktionen erhält jeweils einen Block von 5 Minuten. Die gelten dann für Frage und Antwort. Die meisten von Ihnen kennen das Prozedere schon. Also je länger gefragt wird, desto weniger Zeit bleibt für die Antwort. Das bleibt jedem selbst überlassen, wie er das sich organisiert. Aber es ist in jedem Fall ratsam, schon zu Beginn der Frage zu sagen, wen man adressieren möchte. Das steigert die Konzentrationsfähigkeit. Ich hoffe, wir kommen mit 3 Diskussionsrunden in unserem Zeitrahmen durch. Wir rechnen es halt im Laufe der Sitzung durch, ob wir gegebenenfalls die Runden dann in ihrer Zeit etwas verkürzen müssen. Die vorgesehene Reihenfolge der Rednerinnen und Redner jetzt bei den Sachverständigen entspricht jetzt der Reihenfolge auf der Liste, wie ich sie alle vorgestellt habe. Sie haben, wie gesagt, 3 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement. Alle, die im Saal sind, die sehen die Uhr oben laufen. Per WebEx müssen Sie selber darauf achten, da können wir Ihnen keine Uhr mit einblenden. So, wir starten deshalb jetzt mit Frau Dr. Christine Wilken. Bitte schön. Oh, können Sie mal, steckt da ein Ladegerät drin oder so in der Buchse? Nee, dann nehmen Sie am besten das Mikro rechts von Ihnen. Ja, das ist besser. Jetzt geht's besser. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Einladung zur Anhörung. Gerne nehmen wir daran teil und bringen unsere Anregungen ein. Wir begrüßen das übergeordnete Ziel der Europäischen Kommission mit der Verordnung, die Wiederherstellung einer artenreichen und widerstandsfähigen Natur in der gesamten EU zu stärken. Es ist erwiesen, der Erhalt der Biodiversität ist eine elementare Voraussetzung für den Klimaschutz. Und die Kommunen haben diese Ziele natürlich auch seit langem in ihre Strategien und in ihre Planung eingebettet. Wir wissen für den Wert von kommunalen Grün- und Freiflächen nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen in unseren Kommunen, für eine lebenswerte Kommune. Aber wir wissen auch, dass es ein ausgewogenes Handeln vor Ort braucht, nämlich den Schutz der Natur mit ausreichenden Flächen zu versehen, aber auch ausreichende Flächen für Wohnraum, Gewerbe, Mobilität oder die gesamte städtische Infrastruktur zu haben. Und die Kommunen und das kommunale Handeln sind eben auch geprägt von dieser Ausgewogenheit. Und gerade in verdichteten städtischen Räumen gibt es hohen Flächenkonkurrenz und hohen Flächendruck. Und insofern haben wir auch Sorgen mit dem vorgelegten Vorschlag, nämlich dass zu starre Vorgaben für die einzelne Kommune dort enthalten sind in einer sehr ambitionierten Zeitschiene. Und dass diese Vorgaben und diese Zeitschiene die Flächen und die Zielkonflikte vergrößern würden vor Ort und auch die kommunale Planungshoheit einschränken. Und deswegen begrüßen wir den Antrag in Teilen, die Kritik, die dort enthalten ist. Und ich möchte gerne zentrale Kritikpunkte noch an Sie herantragen. Wir sehen das Risiko, dass die aktuellen Ziele nicht auf einer nationalen Ebene verstanden werden, sondern auf der einzelnen städtischen Ebene, also für jede einzelne Kommune verbindlich geregelt werden sollen. Und dass diese Ziele, die jetzt im Moment diskutiert werden, Grünflächen von 5% bis 2040 zu erhöhen,
und 7% bis 2050 zu erhöhen und die Baumbeschirmung auf 16%. Das halten wir für jede Kommune kaum leistbar. Und deswegen regen wir an, es national zu denken. Also Berlin schafft 2%, Emden 5, dann gibt es einen Mittelwert. Und wir halten es vor allen Dingen auch für viel sinnvoller, die Gesamtfläche festzulegen und nicht als Zuwachsziel, sondern als ein Ziel, was es gibt, 20% als Zielvorgabe für die Stadt, dann ist auch das austariert, was die Städte jetzt schon geleistet haben. Und für die, die jetzt schon einen hohen Grünanteil haben, sind die Ziele nicht zu erreichen. Und wir möchten anregen, auch nicht nur das innere Cluster der Kommunen in den Blick zu nehmen, sondern den gesamten Außenbereich. Und einen letzten Satz noch. Wir wissen auch, dass wir ja schon Kompensationen in Natureingriffe im Moment haben. Grünverluste müssen qualitativ auch bewertet werden. Das ist uns wichtig. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Wilken. Über WebEx würde ich jetzt aufrufen, die Frau Professor Dr. Ingrid Krönke. Ich sehe Sie auch schon. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Ingrid Krönke bei Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven und an der Universität Oldenburg. Ich bin Meeresbiologin und untersuche die Lebensgemeinschaften am Meeresboden der Nordsee und des Wattenmeeres, zu denen Würmer, Krebse und Muscheln gehören. Wir führen Langzeituntersuchungen in der südlichen Nordsee und im Wattenmeer durch, die zum Teil schon über 50 Jahre dauern. Und die Ergebnisse dieser Langzeituntersuchungen zeigen uns zum Beispiel, dass die Eutrophierung der südlichen Nordsee, also die Überdüngung mit Nährstoffen, aufgrund von politischen Vorgaben stark zurückgegangen ist in den letzten 30 Jahren. Wir sehen eben auch, dass dadurch eben positive Auswirkungen im gesamten Ökosystem auftreten. Die riesigen Algen im Matten, die wir in früheren Jahrzehnten zum Beispiel im Wattenmeer gesehen haben, die sind fast komplett verschwunden. Und dafür haben sich Seegraswiesen wieder angesiedelt und ausgebreitet. Und wir gerade aktuell freuen wir uns sehr, dass in einem der drei Schutzgebiete in der Nordsee, im Sylter Außenriff, ein Gebiet ausgewiesen wurde, das für die Fischerei geschlossen wurde, die meeresbodenberührende Fischerei besonders, zu der auch die Krabbenfischerei gehört. Und diese Fischerei, die wühlt eben den Meeresboden durch, wie eben auch ein Flug an Land. Und damit werden diese Lebensgemeinschaften am Meeresboden, die wir untersuchen, permanent gestört. Und wir erhoffen uns eben jetzt von dieser Schließung dieses Gebietes, dass wir eine Erholung des Meeresbodens sehen werden und da eben auch diese Erholung untersuchen können. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass es tatsächlich politische Vorgaben geben muss, um dann auch tatsächlich Ziele und Veränderungen zu erreichen. Dankeschön, Frau Professor Krönke. Im Saal geht es weiter mit Herrn Nebelsieg. Bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank, dass ich heute mitwirken darf. Ich habe für den NABU Deutschland im Januar erste Ideen für eine effektive Wiederherstellung der Natur entwickelt. Darin werden viele der im hierzu besprechenden Antrag adressierten Punkte ebenfalls abgehandelt, allerdings zum Teil mit nennenswerten Unterschied in der Bewertung. Zwei davon möchte ich in meinem Eingangsstatement aufgreifen. Erstens das Ansinnen, dass man wegen des Ukraine-Krieges ein bisschen Zeitaufschub noch heraushandelt. Ich glaube, es ist im Gegenteil wegen dieses Krieges erforderlich, besonders schnell dieses Thema anzugehen. Denn in einer ohnehin schon schwierigen Situation für den Schutz der Biodiversität haben die Zwänge, die sich aus diesem Krieg ergeben haben, zu einer großen Fülle von Beschleunigungsgesetzen geführt, die wiederum dazu geführt haben, dass der Schutz der Biodiversität einer der Verlierer dieser verschiedenen Beschleunigungsnovellen gewesen ist. Ein wichtiges Teilelement ist der Artenschutz in den Ihnen bekannten Bereichen, die durch das Raumordnungsänderungsgesetz zum Beispiel noch mal strukturell verändert worden sind. Die Tendenz dieser Bestrebungen ist, dass man mehr populationsbezogen auf große Flächen guckt und dass man auf Artenhilfsprogramme und finanzielle Konzepte setzt.
In der Konsequenz dieser Konzeptänderung, die ich nicht billige, die aber so ist, wie sie ist, dazu gehört es, dass wir entsprechend auch die Renaturierungsmaßnahmen in diesem Konzept zeitlich jetzt schnell angehen müssen. Dazu müssen auf der ersten Ebene zusätzliche und andere Flächen gesichert werden, planerisch gesichert werden. Das aber reicht nicht neben den bekannten Instrumenten, denn wenn wir uns etwa das Konzept des Windenergieflächenbedarfsgesetzes angucken, an das man eine solche Umsetzung dieser Verordnung auch anknüpfen konnte gedanklich, dann ist es doch gleichzeitig so, dass im Bereich Windenergie ein Vorhabenträger bereits eifrig darauf wartet, sein Projekt umsetzen zu können und auch die Landwirte daran verdienen können und das deswegen automatisch schnell funktioniert. Anders hier. Denn hier ist es nach meiner Erfahrung so, wenn man die Gelder auch hat aus Artenhilfsprogrammen und den Geldern des natürlichen Klimafonds, dann ist es doch in der Praxis so, dass wir zwar einerseits die Nöte der Landwirte aus der anwaltlichen Praxis kennen, für die wir auch oft kämpfen, aber auf der anderen Seite doch auch merken, etwa im Stiftungsbeirat einer Umweltstiftung sitzen wir auf vielen Millionen Euro und haben einige interessante Teilflächen erworben. Und das Gesamtkonzept krankt daran, dass einige Grundstückseigentümer sich beharrlich dagegen sträuben, sodass das Gesamtkonzept erhebliche Schwächen hat und man in der Effektivität doch nennenswerte Einbußen hat. Und deswegen glaube ich, anders als in dem CDU-CSU-Fraktionsantrag, dass wir mit rein kooperativen Modellen nicht hinkommen, im Notfall also auch neue Trägerverfahren brauchen, um auf diese Flächen zugreifen zu können. Dankeschön. Dankeschön, Herr Nebelsieg. Und wir wechseln noch mal in den virtuellen Raum per WebEx. Der Herr André Prescher-Spiridon. Sind Sie da? Ich sehe Sie, nur hören tun wir Sie noch nicht. Ich hoffe, Sie hören mich auch jetzt. Oh, Sie sind ganz, ganz arg leise. Ich versuche einfach ein bisschen lauter zu reden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Ja, auf jeden Fall von mir auch ein Dankeschön für die Einladung, zu diesem sehr wichtigen Thema sprechen zu können. Ja, das Artensterben ist die zweite große Krise, die wir haben als Menschheit neben dem Klimawandel. Während wir bei der Klimakrise noch immerhin leicht angezogener Handbremse auf den Abgrund zufahren, geben wir, was die bei der Vernichtung von Ökosystemen angeht, wirklich noch teilweise noch ein bisschen Gas tatsächlich. Deswegen, wir sehen diese Verordnung zur Wiederherstellung der Natur wirklich als eine Riesenchance auf EU-Ebene, um da wirklich eine Trendwende zu erreichen. Aber eben leider, es ranken sich sehr viele Mythen um diesen Vorschlag der EU-Kommission, die sich auch in dem vorliegenden Antrag wiederfinden. Zum einen, so wie der Text jetzt vorliegt von der EU-Kommission, lässt er bereits den Mitgliedstaaten sehr viel Spielraum bei der Umsetzung, eben zum Beispiel auch finanzielle Anreize, wie die wir zum Beispiel in der ZGL gesehen haben, der Zukunftskommission Landwirtschaft, eben zur Umsetzung sind dadurch ausdrücklich möglich. Und wir sind auch als Akteur und auch viele andere Umweltorganisationen klar dafür, dass es für Flächennutzer in erster Linie auch tatsächlich finanzielle Anreize geben soll, um Naturschutzmaßnahmen umzusetzen, um die Ziele zu erreichen. Und ja, auf das Stichwort Ernährungssicherheit zurückzukommen, das ja sehr oft genannt wird. Auch hier, es gibt keine relevanten wissenschaftlichen Belege, die sagen, dass dieser Vorschlag in irgendeiner Art. Jetzt sind Sie uns abhanden gekommen. Das scheinen wir auch nicht noch mal heilen zu können. Falls Sie uns hören, würde ich empfehlen, Sie wählen sich noch mal ein. Und wir gehen weiter im Saal mit Herrn Dr. Bohley. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen in die Runde. 3 Minuten, 3 Botschaften von Seiten DHK. Botschaft 1, das möchte ich noch mal ganz klar unterstreichen. Die Wirtschaft tut schon viel beim Klimaschutz, beim Naturschutz, beim Klimaschutz auch, beim Naturschutz aber auch. Und es wird mehr. Wovon spreche ich da? Zum einen ist natürlich für viele Unternehmen, denken Sie an den Tourismus, aber auch an die Lebensmittelindustrie, natürlich eine intakte Natur von eminenter Wichtigkeit für das eigene Geschäftsmodell. Wir haben eine, wie ich zugeben muss, nicht repräsentative Umfrage auch mal bei unseren Mitgliedern gemacht und mal gefragt, was macht ihr denn im Bereich Biodiversität? Da haben etwa 70% der Unternehmen gesagt, dass sie was machen. Also 30% haben gesagt, wir machen nichts. 70% haben gesagt, wir machen was.
Das reicht von natürlich Maßnahmen auf dem Betriebsgelände bis hin, dass irgendwelche Zertifikate auch gekauft werden. Und im Hinblick auf CSR, Taxonomie, Umweltmanagementsysteme, aber generell natürlich auch die intrinsische Motivation vieler Unternehmen wird da natürlich in Zukunft noch deutlich mehr laufen. Wir sind auch als IHK-Organisation bei dem Thema engagiert im Projektunternehmen Biologische Vielfalt, wo wir die IHKs auch zu Biodiversitätskompetenzzentren gerade für die KMU weiterbilden. Wir machen Roadshows und bauen auch regionale Biodiversitätsbündnisse auf. Punkt 2. Was uns, wenn wir auf die Verordnung blicken, doch deutlich stört, und das ist bei Frau Dr. Wilken auch schon angeklungen, diese Betrachtung von oben, also von Brüssel aus werden Sachen vorgegeben. Dabei sind die ganzen Konflikte, die Frau Wilken ja auch angesprochen hat, letzten Endes ja nur kleinräumig auf lokaler oder regionaler Ebene am besten lösbar. Und ich kann Ihnen berichten, und das gilt für alle IHK-Bezirke, dass die Unternehmen heute schon massive Probleme haben, Flächen für Erweiterung zu finden. Ich mache Ihnen ein Beispiel dazu. Für die Lausitz würde man das jetzt nicht unbedingt vermuten. Ich war 2018/19 als Sherpa auch mit meinem Präsidenten in der sogenannten Kohlekommission dabei. Und da ging es natürlich auch um die Strukturentwicklung in der Lausitz. Und da wurde immer so gesagt, ja, Flächen der Lausitz, alles kein Problem. Wenn sich dann Unternehmen ansiedeln wollen, die finden schon was. Wenn Sie dann aber mit den Akteuren vor Ort sprechen, dann erzählen die Ihnen was anderes, dass es selbst in der Lausitz nicht einfach ist, entsprechende Flächen zu finden. Und wir fürchten eben, dass es durch diesen Verordnungsentwurf in Zukunft noch schwieriger wird, auch was Verkehrsinfrastruktur, weitere Infrastruktur, erneuerbare Energien, Rohstoffabbau etc. angeht. Letzten Endes sagen wir, und das ist die dritte Botschaft, Naturschutz und Wirtschaft zusammenbringen und nicht ausschließen, weil das am Ende unsere große Befürchtung ist, dass hier in Gebieten gewisse Sachen definiert werden und wirtschaftliche Tätigkeit am Ende massiv erschwert werden. Dabei sehen wir bei so Konzepten wie Naturschutz auf Zeit doch erhebliche Potenziale auch für die Biodiversität. Dankeschön. Dankeschön, Herr Dr. Bohley. Und mir wurde berichtet, der Herr Prescher-Spiridon wäre wieder da. Herr Prescher-Spiridon, Sie hätten noch mal die Chance, mit anderthalb Minuten den Rest Ihres Statements. Ich hoffe, es hält jetzt dieses Mal. Ich war, glaube ich, als Aufsetzer bei Thema Ernährungssicherheit. Wie gesagt, wir sehen keine wissenschaftlichen Belege, dass dieser Vorschlag in irgendeiner Art und Weise die Ernährungssicherheit in oder global oder in Deutschland gefährden würde. Auch im Hinblick, dass eben wir gerade Ökosysteme brauchen, um Nahrungsmittel zu produzieren, sei es das Bodenleben, sei es Bestäuber oder natürliche Schädlingsbekämpfer. Deswegen, da wir sehen, diese Punkte, wie im Antrag gebracht werden, einfach nicht als wirklich eine Realität. Ein Wort zum Thema Finanzierung will ich gerne noch loswerden. Da freuen wir uns tatsächlich, dass auch in der Politik die Forderung nach der besseren Naturschutzfinanzierung gebracht wird. Das ist eigentlich auch eine Forderung, die Umwelt-NGOs mit Blick auf den letzten mehrjährigen Finanzrahmen auf EU-Ebene bereits schon gebracht haben, dass wir da eigentlich einen eigenständigen Fonds brauchen. Laut EU-Kommission der Folgenabschätzung für das Nature Restoration Law wären 8 Milliarden Euro pro Jahr europaweit nötig. Das sind jetzt nicht Beträge, die unerreichbar sind. Da sind wir im ANK eigentlich schon auf der richtigen Hausnummer in Deutschland. Und auch was klar ist, die GAP wird die Aufgaben nicht alleine lösen können. Wir brauchen einen eigenen EU-Fonds, aber auch was klar ist, wir können nicht irgendwas mit dieser Wiederherstellungsverordnung aufbauen und gleichzeitig dann mit der GAP wieder hintenrum einreißen. Das wird nicht funktionieren. Und auch die GAP muss ihren Beitrag leisten finanziell. Also wir müssen auch, deswegen sehen wir auch diese Wiederherstellungsverordnung als Rahmenwerk, das zukünftige Finanzentscheidungen in der GAP tatsächlich anleiten müssen. Auch als letztes Wort noch dazu eben, auch jeder Euro, den wir investieren in die Natur, zahlt sich aus. Auch da gibt die Folgenabschätzung dieser Verordnung sehr klare Ansagen, dass jeder Euro einen gesellschaftlichen Mehrwert von 8 bis 32 Euro bringt. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön und schön, dass es doch noch geklappt hat. Der Nächste, der dran ist, ist der Herr Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband. Herr Krüsken. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag in die Runde und vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen zu diesem Thema, das Landwirtschaft natürlich massiv betrifft. Wir als Sektor bewirtschaften die Hälfte der Fläche dieser Republik. Daraus resultieren zwei Dinge. Das eine ist, dass wir natürlich jetzt von diesem Verordnungswerk hier in hohem Maße betroffen sind. Das zweite ist, dass daraus natürlich eine Verantwortung auch für das Thema Biodiversität und Klimaschutz resultiert, der wir uns auch stellen und der sich Landwirtschaft auch stellt.
Wir meinen aber, dass dieser Ansatz, den hier die Kommission vorschlägt, nicht geeignet ist in mehrfacher Hinsicht. Und ich will eine Reihe von Punkten sagen, die uns sehr bewegen. Das eine, das Wort Flächenkonkurrenz ist ja schon gefallen. Das ist ein Paket, das geeignet ist, den ohnehin schon rasant verlaufenden Kampf um die Fläche weiter zu verschärfen. Ich sage zwei Beispiele. Eine Vorgabe, 10% Landschaftselemente nach den Maßstäben der bisherigen Systematik gemessen, würde uns rund 1 Million Hektar Produktionsfläche kosten, wenn wir dann noch dazu rechnen, was hier für Moore als Ziel formuliert ist. Da sind dann noch mal nicht ganz 400.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flächen da, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das summiert sich dann auf nicht ganz 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland. Jetzt ist gerade das Wort Ernährungssicherheit gefallen. Niemand wird Hunger leiden in Deutschland und Europa, aber bei gleicher Nachfrage verlagert sich die Erzeugung. Europa exportiert den Flächenbedarf in andere Teile der Welt. Das ist die Folge. Und das hat natürlich noch eine weitere Facette. Diese Landnahme, dann vielleicht auch mit juristischer Unterstützung, führt natürlich auch dazu, dass Flächen entwertet werden. Und dass wir hier auch einen Eingriff in Eigentumstatbestände haben. Was uns hier fehlt an diesen Vorschlägen ist, da wird sehr auf pauschale Flächenumstellung in Richtung Natur abgestellt. Wir werben dafür, hier einmal das Prinzip Kooperation festzuschreiben und dann auch einen stärkeren Fokus zu legen auf In-Crop-Maßnahmen, wie das so schön heißt, produktionsintegrierte Maßnahmen. Wir können in der Agrarlandschaft Biodiversität organisieren. Dazu gibt es gute Ansätze und die beruhen aber nicht auf einer Schwarz-Weiß-Systematik. Weiterer Punkt, es sind hier Schutzgebietsziele vorgegeben an die Mitgliedstaaten, aber es gibt dafür keine geeigneten Indikatoren, um die zu messen. Wir haben nur den Farmland Bird Index mit all seinen methodischen Schwächen. Das ist ein sehr isolierter Blick, ein Tunnelblick. Und das wird im politischen Geschäft schlecht funktionieren, wenn Sie ein Ziel definieren, aber nicht sagen, wie Sie es vernünftig messen sollen. Letzte Bemerkung, natürlich die Moore sind ja auch hier in der nationalen Diskussion, Stichwort Wiedervernässung, Klimaschutz, ein wichtiges Thema. Es hat eine regionalpolitische und strukturpolitische Dimension, die ganz wichtig ist. Und da muss man auch die Betroffenen mitnehmen. Letzter Satz, das Ganze geht aus unserer Sicht nicht on top zur GAP, sondern das, was in GAP für Biodiversität und Klimaschutz getan wird, muss natürlich hier auf diese Ziele angerechnet werden. Danke. Dankeschön, Herr Krüsken. Und für den NABU der Herr Krüger. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute zu Ihnen über die Wiederherstellungsverordnung zu sprechen. Wir als NABU begrüßen den vorliegenden EU-Vorschlag ausdrücklich. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal auf die Dringlichkeit hinweisen, die sich da aus unserer Sicht ergibt. Wir alle kennen die langen Listen der gefährdeten Biotoptypen. Wir wissen um die wenigen Prozent, nämlich nur 14% der Lebensraumtypen, die europaweit in einem guten Erhaltungszustand sind. In Deutschland sind es ungefähr 20. Wir alle kennen die Schlagzeilen zu 500.000 Hektar Waldverlust allein bei uns in Deutschland. Und deswegen sagen wir, wir haben echte Eile. Wir müssen jetzt mit Renaturierung und Wiederherstellung zulegen und endlich ernst machen. Ansonsten verschenken wir nämlich eine wertvolle Zeit und eine wertvolle Ressource sowohl für die Biodiversität, für unsere Ökosystemfunktionen, als auch für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung, wie sie eben gesunde Auen, gesunde Moore und gesunde Wälder leisten können. Die bisherigen Ziele, und das ist ja schon mehrfach angeklungen zur Wiederherstellung, die gibt es ja schon seit dem Beginn der 90er Jahre. Die ersten Ziele waren in der Rio-Konvention schon verankert, sind eben auch daran gescheitert, dass es nicht verbindlich war. Es waren Absichtserklärungen und es wurde dann viel darüber geredet, aber am Ende viel zu wenig gemacht, sowohl in Deutschland als auch in der EU. Und deswegen ist der Verlust der biologischen Vielfalt in der Zeit noch weiter vorangeschritten. Darüber, worüber wir reden momentan, nämlich über eine Renaturierungsvorgabe der Europäischen Union, und das denke ich, müssen wir in der Diskussion noch mal sehr stark beleuchten, da reden wir nicht automatisch über Nullnutzung oder über strikte Schutzgebiete. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien und zwei unterschiedliche europäische Zielsetzungen, die nicht deckungsgleich sind. Wir befürworten die verbindlichen Zielsetzungen jedenfalls außerordentlich. Wir glauben auch, dass es erforderlich ist, dass wir europaweit eine Rahmenbedingung schaffen, die für alle gleich ist, gerade auch für Branchen, die
die sich im Wettbewerb befinden. Wir haben ansonsten in Landwirtschaft und Forstwirtschaft ja immer wieder auch die Diskussionen, dass wir sagen, Mensch, wir wollen einen fairen Wettbewerb, wir wollen, dass Landwirte überall in Europa beispielsweise unter denselben Bedingungen wirtschaften. Das sehen wir hier und wir freuen uns, dass sich in den letzten Tagen und Wochen etliche Branchenverbände und etliche Organisationen auf europäischer Ebene sich dazu bekannt haben, zum Beispiel die European Landowner Association oder eben auch die Europäische Elektrizitätswirtschaft oder Unternehmen wie Heidelberg Zement. Da gibt es Interesse, das gesehen wird. Finanziell sehen wir es ebenfalls so, dass wir mit einer europäischen Rahmengesetzgebung einen Rahmen haben, an dem dann eben auch die Akkreditierung und Notifikation von Förderinstrumenten sich erleichtert und wo natürlich auch europäische Gelder vorangetrieben werden. Diese Art von Beschleunigung, die wir dadurch uns auf der europäischen Ebene erhoffen, brauchen wir dann auch nachgeordnet in Deutschland selbst. Auch hier müssen wir sagen, wie gehen wir planerisch und fachlich schneller mit Renaturierungsprojekten um. Dafür wird noch eine Menge zu entwickeln sein. Und das ist mein letzter Punkt. Am Ende verpflichtet die jetzt geplante Wiederherstellungsverordnung vor allem den Mitgliedstaat. Das heißt, vieles von dem, was jetzt auch in dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion als Frage drin ist, wird auch in Deutschland dann noch ausbuchstabiert werden müssen. Da sehe ich aber keinen Hinderungsgrund dafür, jetzt sehr schnell diese europäische Rahmengesetzgebung zu verabschieden. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Als nächstes der Herr von Elberfeld für die Familienbetriebe Land und Forst. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich auch recht herzlich bedanken, dass ich hier sprechen darf. Und ich finde es großartig, dass der Bundestag sich mit diesem EU-Verordnung beschäftigt, weil es auch sehr wichtig ist, dass die Bundesregierung diese Verordnung kritisch begleitet. Mit dem Nature Restoration Law sollen ja die Biodiversitätsziele des EU Green Deals umgesetzt werden. Und an den Zielen, ich glaube, da sind uns alle einig, die wollen wir natürlich alle anstreben. Aber es ist die Frage, wie man es tut. Und wir finden auch, dass der jetzige Entwurf das nicht richtig macht und haben erhebliche Kritik an diesem Entwurf. Und ich möchte das mal auf vier Punkte konzentrieren, aber generell noch mal sagen, dass das erhebliche Problem eben die starken Nutzungseinschränkungen, die mit der Umsetzung einhergehen werden, auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Und eben keine Lösung aufgezeigt werden für Stichwort Versorgungssicherheit, Vermeidung von Verlagerungseffekten, der Herr Krüsken hat es schon gesagt, und die wirtschaftlichen Auswirkungen der betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Im Einzelnen, erstens, Artikel 9. Entwurf des Nature Restoration Law zum Thema Landwirtschaft angesprochen worden schon, die Wiedervernässung der Moorflächen. Hier ist es ganz wichtig, dass wir neue finanzielle Mittel und nicht aus der GAP eben generieren, um diese Dinge umzusetzen. Und ganz wichtig, dass neue Einkommensquellen, Stichwort Palladiokulturen, auch Märkte und Produkte entwickelt werden, mit denen die Betriebe auch wirklich wirtschaftliche Möglichkeiten sehen. Zweites zum Wald. Im Nature Restoration Law werden die Leistungen des Wirtschaftswaldes leider komplett ausgeklammert. Und wir wissen doch, dass die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes essentiell ist für den Klimaschutz und die regionale Versorgung mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz. Und da beziehe ich mich auf den Artikel 10 des Entwurfs des NRLs. Dort wird nämlich eine grundfalsche Orientierung bei der Naturwiederherstellung genommen, indem man sich auf die Vergangenheit von 70 Jahren bezieht. Und ich bitte Sie, da wirklich darauf zu achten, weil das völlig daneben geht und brandgefährlich ist. Dort ist nämlich von heimischen Baumarten die Rede, die die einzige Rettung ist für die Zukunft. Und das passt mit unseren Klimaveränderungen einfach nicht zusammen. Wir müssen dort einfach offen sein, auch für andere Baumarten. Insofern bitten wir dringend, den Vorschlag des EU-Ratspräsident Schweden für den Trilog mit aufzunehmen, der die heimischen Baumarten nicht als verpflichtenden Indikator ansetzt, sondern ihn nur als optionalen Indikator mit aufnimmt. Dann wären die Länder dort freier hantieren zu können. In unserem Breitengarten brauchen wir, wie gesagt, neue Baumarten und in südlichen Ländern kann das vielleicht funktionieren. Man wäre dann dort offener. Der dritte Punkt ist auch schon angesprochen, die Wirtschaftlichkeit. Das mache ich ganz kurz, steht auf dem Spiel. Es müssen tragfähige Konzepte entwickelt worden und ganz wichtig ist kooperative Maßnahmen und damit kriegen wir die Sache umgesetzt. Und ich bitte die Bundesregierung wirklich mit der Unterstützung des Bundestages die Nature Restoration Law bitte praxisgerecht umzusetzen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr von Elberfeld. Und der Herr Hoffmann ist der Nächste. Bitte schön, Herr Hoffmann. Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen, zu dem, was wir als Wiederherstellung der Natur
bezeichnet wird. Ich würde, um das etwas prägnanter zu benennen, sagen, wir wollen zurück zum Paradies. Und so ein Paradies kennt dann keine Pestizide mehr, kennt keine Eingriffe mehr, es kennt also nur noch natürliche Entwicklungen. Und in der Tat gab es wohl mal eine Zeit, als die Eingriffe der Menschen in die Natur so unerheblich waren, dass sie praktisch keine Spuren hinterließen. Das war die Zeit des Nomadentums. Die Zeit ist nicht ganz so lange zurück, wie man denkt, denn sie existierte im Gebiet der heutigen USA bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, nämlich dort, wo die Indianer ihre Zelte aufschlugen. Bei uns in Europa endete das Nomadentum wohl etwa vor 3000 Jahren. Unser Fortschritt bestand darin, dass wir sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben, also planvoll wirtschafteten. Das war wohl das Ende des Paradieses, weil das planvoll Wirtschaften fundamentale Eingriffe in die Natur zur Folge hatte. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Diese Eingriffe geschahen manchmal nicht, manchmal weniger planvoll. Heute geschehen sie eigentlich nur noch planvoll. Was für unsere Eingriffe in die Natur haben sich dafür die unterschiedlichsten rechtlichen Grundlagen entwickelt und die kennen wir alle. Das fängt an beim deutschen Planungsrecht, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Verkehrswegeplanung für Autobahnen, Fernstraßen, Eisenbahnen, für Überlandleitungen und so. Also alles Einzelplanungen, die gesetzlich fixiert sind. Das Planungsrecht ist ein wesentlicher Teil des öffentlichen Rechts und des gesamten staatlichen Aufbaus, also unseres Rechtsstaats. Es ist deshalb für mich jedenfalls oder für uns ein absolutes Unding, mit einer diktatorischen EU-Zielverordnung etwas einfach so per Ordre Mufti zu regeln, das Paradies, die Natur zurückzuholen und dabei die anderen Normen einfach so zu ignorieren oder zu umgehen. Richtigerweise würde man so vorgehen, dass man die jeweilige Gesetzeslage sich vornimmt, Einzelgesetze, als Gesetzgeber die dann diskutiert und sie verändert oder sie eben auch nicht verändert, so wie die EU-Verordnung es will. Das Ganze muss jedenfalls nach unserer Auffassung demokratisch geschehen und nicht per ordre mufti. Alles andere ist für mich oder für uns unerträgliche diktatorische Willkür. Das ist meine grundsätzliche Geschichte dazu. Ich habe noch ein zweites Thema, was ich ganz kurz ansprechen wollte. Aber Ihre Zeit ist abgelaufen. Dann ist es abgelaufen, dann kommt das vielleicht später. Runden. Dankeschön. An der Stelle muss ich auch entgegen der sonstigen Gepflogenheiten einschreiten und auch wirklich sagen, wir haben hier demokratische Grundsätze. Und wo Demokratie waltet, waltet nicht Diktatur. Und ich bitte, diese Dinge nicht durcheinander zu bringen. Als letztes in der Sachverständigenrunde der Herr Cyriax von der Umwelthilfe und Herr Hoffmann soll bitte sein Mikro ausschalten. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass auch ich jetzt hier die Runde schließen darf mit einer Stellungnahme. Mit einer Wiederherstellung der wichtigsten Ökosysteme, man könnte auch einfacher sagen, der Reparatur der Natur. In der EU können die beiden für uns auf lange Sicht lebensbedrohlichen Krisen, das Artensterben und die Erderwärmung, gleichzeitig bekämpft werden. Darin liegt die Eleganz. Intakte Ökosysteme wie artenreiche und unterschiedlich alte Wälder, Auen, aber auch extensiv genutztes Grünland, Feuchtgebiete und das Meer nehmen riesige Mengen CO2 auf und speichern den Kohlenstoff in Vegetation und Böden. Diese Gebiete sind die effizientesten, kostengünstigsten und aktuell einzigen Kohlenstoffsenken, die wir haben. Gleichzeitig helfen sie, Wasser in der Landschaft zu halten, eines der wichtigsten Mittel, um die land- und forstwirtschaftliche Produktion in Zukunft zu stabilisieren. Und sie erbringen weitere elementare Ökosystemleistungen. Dem Patienten Natur geht es schlecht. Über 80% der geschützten Lebensräume in der EU sind in einem schlechten Zustand. In Deutschland sind es fast 70%. Während wir der Erreichung der Klimaziele nicht wirklich näher kommen, verschlechtert sich der Zustand der wenigen Kohlenstoffsenken, die wir haben, weiter.
Bildlich gesprochen rationieren wir die Medizin des Patienten Natur hauptsächlich durch eine zu intensive Nutzung seiner Ressourcen. Daher ist der Verordnungsvorschlag der Kommission in unserer Auffassung richtig und in der anvisierten Ambition und Verbindlichkeit auch angemessen. Über Details lässt sich streiten. Mit dem Vorschlag der EU-Kommission sind zahlreiche Fehlinterpretationen und unserer Meinung auch Zuspitzungen verbunden, die sich teils auch im Antrag, den wir hier heute besprechen, wiederfinden. Enteignungen zum Beispiel, Landnahme sind nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Auch konkrete Vorgaben zur Bewirtschaftungsweise sind nicht enthalten. Die Kommission hat einen Ansatz gewählt, der Wiederherstellungsmaßnahmen für alle Arten von Ökosystemen vorsieht. Angesichts des dramatischen Artenrückgangs in den europäischen Agrarlandschaften, die ursprünglich gerade wegen der Nutzung sehr artenreich waren, muss ein Fokus des Gesetzes eben auch auf den Agrarlandschaften liegen. Gleichzeitig gehört die landwirtschaftliche Produktion zu den direkten Profiteuren der Verbesserung der Ökosysteme. Führende Vertreter der Wirtschaft, es wurde schon gesagt, sehen die gute Anknüpfung zwischen Naturwiederherstellung, Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft und Energieversorgung und Wohlstand in Europa und drücken ihre Unterstützung für das Vorhaben aus. Das haben wir schon gehört. Die durch die Umsetzung des Gesetzes geschaffenen Leistungen und Maßnahmen zur Klimaanpassung kommen jeder Form von Wirtschaftstätigkeit, insbesondere im Landnutzungssektor, entgegen und verringern das Risiko katastrophenbedingter Einbußen. Die Bewahrung einer intakten, schönen und lebenswerten Heimat für die zukünftigen Generationen ist eine sinnhafte Investition und findet breite Zustimmung in der Bevölkerung. Jede Verzögerung der Reparatur Natur kostet die europäische Gesellschaft langfristig Lebensqualität, Geld und Sicherheit. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Cyriacs. Damit sind wir durch die Eingangsstatements schon durch und kommen in unsere Frage-Antwort-Runden. Bevor wir da einsteigen, möchte ich ganz herzlich noch begrüßen den Kollegen Axel Schäfer aus dem Ausschuss für europäische Angelegenheiten, der bei solchen Themen ja auch immer eingeladen ist. Also herzlich willkommen dem Kollegen, dass er hier uns auch beiwohnt an der Stelle. Wir steigen ein mit der SPD, Frau Dr. Seitzel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wissen es, die Natur befindet sich selbst in den Schutzgebieten in keinem guten Zustand, nicht nur in Deutschland, sondern das ist ein europaweites Problem. Dabei leisten natürliche Ökosysteme als CO2-Senken einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Und Grün- und Freiraumflächen sind wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Deshalb begrüßt die SPD-Bundestagsfraktion auch grundsätzlich die Zielvorgaben, die in diesem EU-Verordnungsvorschlag gemacht sind für Land-, Küsten- und Süßwasserökosysteme. Jetzt geht es aber darum, diese Ziele dann realistisch und umsetzbar zu machen und dann in den Mitgliedstaaten auch umzusetzen. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Wilken. Wie können die spezifischen Gegebenheiten in den urbanen Räumen im Verordnungsvorschlag besser abgebildet werden? Meine zweite Frage geht an Herrn Prescher-Spyridon. Hier würde mich interessieren, wie Sie den Verordnungsvorschlag auch gerade mit im Hinblick auf die Montrealer Beschlüsse bewerten. Und meine dritte Frage geht an Herrn Krüger vom NABU. Sie hatten da gesagt, es geht jetzt auch um die Umsetzung in Deutschland, hatten Sie gerade in Ihrem Statement gesagt. Vielleicht könnten Sie da ein, zwei Sätze noch dazu sagen, was wir da in Deutschland dann national tun müssen. Danke. So, bleiben jedem eine Minute. Frau Dr. Wilken, Sie fangen an. Vielen Dank. Ja, wir wollen Ziele. Wir sprechen uns nicht gegen Ziele aus. Aber die Ziele müssen in einem gut umsetzbaren Zeitraum erfolgen. Und sie sollten die örtlichen Begebenheiten berücksichtigen. Und deswegen sehen wir die Zuwachsziele problematisch. Also das Ziel immer für Städte, die schon gut gute Grünflächenanteil haben, noch mal mehr Zuwachs zu fordern, sondern wir sprechen uns für Gesamtziele aus, also auch nicht für starre Mengen und Art von Maßnahmen, sondern Mindeststandards schon vorzugeben. Auch sehen wir das dann auch noch Potenzial auf der nationalen Ebene. Man könnte ja auch Vorgaben für Begrünung von Dächern vorgeben, und da sperren wir uns nicht gegen, aber wir halten die Dynamik, die da drin steckt, und das Unaustarierte, gerade mit dem Flächendruck, für nicht glücklich.
Dankeschön, Herr Brescher-Spiridon. Ja, vielen Dank. Also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht spielt diese Verordnung ganz klar auf die Ziele, wie sie im Montreal beschlossen sind, ein. Also die Verpflichtung im Montreal, die beschlossen worden ist, wiederherzustellen, findet sich ja ganz klar auch in diesem Verordnungsvorschlag wieder. Und auch eben aus globaler Perspektive wirklich dringend notwendig. Wir können nicht erwarten, dass in Südamerika die Regenwälder geschützt werden und wir in Europa es nicht mal schaffen, unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen und seit 30 Jahren zum Beispiel ihre Fahrrichtlinie verschleppen, weitergehende Maßnahmen uns. Herr Krümer. Ja, herzlichen Dank für die Frage. In dem ersten Schritt wird es ja so sein, dass die Mitgliedstaaten sich sozusagen einen Plan, einen Überblick verschaffen und mal darstellen, was sie machen wollen und was sie machen können. Da wird in Deutschland natürlich viel zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden müssen. Was wir für erforderlich halten, ist aber auch ganz klar ein Renaturierungsgesetz auf bundesdeutscher Ebene, wo wir uns überlegen und wo wir empfehlen, in die Raumordnung sehr, sehr stark mit reinzugehen, zu sagen, wir brauchen Flächenkulissen, die raumordnerisch identifiziert und gesichert werden. Und in denen dann vielleicht auch analog zu dem, was wir als Go-To-Gebiete momentan im Rahmen der Energie, der Produktion erneuerbarer Energien gelernt und gesehen haben, Planungserleichterung und Planungsbeschleunigung auch für Renaturierungen umgesetzt werden und rechtlich verankert werden. Wir können uns ja nicht jetzt eine Zeit nehmen und sagen, wir brauchen für eine Flurneuordnung oder für eine Renaturierung eines Moorgebietes 25 Jahre. Ich gebe da Herrn Krüsken in seinem Statement total recht. Das muss mit den Landbesitzern und Landnutzern in einem verlässlichen Rahmen entwickelt werden. Da müssen auch Wertschöpfungsketten und all diese ganzen Sachen entwickelt werden. Aber 25 Jahre darf es eben nicht mehr dauern, weil ansonsten ist eben auch von dem Ökosystem, um das es geht, im Zweifel nicht mehr viel da. Denn wir verlieren ja pro Jahr auch von dem Torfkörper, der da sozusagen noch vorhanden ist. Teil dieser Dinge, die wir damit sichern sollen, ist auch definitiv die Frage eines Flächensicherungsgesetzes. Wie können wir in einer bestimmten Kulisse besser und klarer Flächen sichern für bestimmte Zwecke der Renaturierung? Das kann bedeuten, dass es um Vorkaufsrechte geht, was nicht ausschließlich heißt, dass es danach keine Nutzung mehr gibt. Kann passieren, kommt auf den Renaturierungstyp an. Aber es geht um die Frage, wie kriege ich Flächeneigentum so zusammen, dass ich Renaturierung wirklich umsetzen kann und daraus jetzt nicht ein weiterer 40-jähriger oder 50-jähriger Diskussionsprozess wird. Also Renaturierungsgesetz mit Raumordnung und einer flächensicherungsgesetzlichen Komponente. Vielen herzlichen Dank. Sorry für die Nebengeräusche, irgendwie Smart Home KI oder irgendwelche. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber jetzt haben wir es im Griff. So, wir fahren fort mit dem Kollegen Klaus Mack von der Unionsfraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Dr. Bohler. Herr Dr. Bohler, Sie haben ja die Flächenkonkurrenz angesprochen. Jetzt sollen wir noch mehr Fläche aus der Nutzung herausnehmen. Auf der anderen Seite wollen wir Industrien nach Deutschland zurückholen, Stichwort Lieferketten. Dazu müssen die Kommunen aber Gewerbeindustriegebiete ausweisen. Dann sollen wir noch Wohnraum sicherstellen für die Arbeitskräfte, für die Flüchtlinge, für die Bevölkerung. Wie sichern wir denn am Ende überhaupt unsere Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand in Deutschland? Herr Dr. Bolle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage, Herr Mack. Das ist in der Tat ein Punkt, der uns bei dieser Verordnung extrem umtreibt. Weil wenn wir gucken, was zum Beispiel aus der Wasserrahmenrichtlinie mit dem Verschlechterungsverbot rausgekommen ist, was bis heute Probleme auch zum Beispiel für den Ausbau erneuerbarer Energien, Wasserkraft, Geothermie, mit sich bringt. Sie alle kennen wahrscheinlich die Probleme da auch mit der Elbvertiefung, die es gab. Wenn wir jetzt solche Gebote übertragen, auch auf weitere Flächen, dann kriegen wir da natürlich Probleme. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir erneuerbare Energien uns angucken und für die Transformation der Wirtschaft ist natürlich ohne grünen Strom wird es nichts. Das ist völlig klar. Und wenn wir die Wirtschaft muss sich transformieren, damit wir auch unseren Wohlstand in diesem Land ja behalten. Die erneuerbaren Energien brauchen Fläche. Wir brauchen Wasserstoff in großen Mengen, vor allem auch in der Industrie. Ich habe mir mal angeguckt bei Infra Leuna, die bauen da gerade einen großen Elektrolyseur, 20 Megawatt Leistung, also schon ein ordentliches Teil.
Die erzeugen bisher Wasserstoff durch Gas. Das machen die in zwei relativ schlanken Gebäuden. Jetzt hat der Elektrolyseur, der wird in Zukunft etwa 15 bis 20% des Wasserstoffs erzeugen können, was jetzt bereits heute aus Gas passiert, hat aber schon die 6- bis 7-fachen Flächenbedarf. Also nur, dass Sie mal sehen, was die Transformation der Wirtschaft möglicherweise auch alles an Flächenbedarf noch mit sich bringt. Und wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, heißt das ja letzten Endes für alle Unternehmen, dass sie sich irgendwo transformieren müssen. Die müssen alle, zumindest die größeren, durch Genehmigungsverfahren durch. Und wenn hier weitere Gebiete ausgewiesen werden, pauschal und dann möglicherweise solche Sachen wie das Verschlechterungsverbot für die Unternehmen kommen, dann wird das schwierig. Herr Max, Sie hatten auch angesprochen das Thema Wohnungen. Das ist natürlich auch aus Sicht der Wirtschaft extrem wichtig. Wir haben einen massiven Fachkräftebedarf. Das ist ja, im Moment haben wir ja Energiekrise, also Energiepreise sind natürlich momentan das Sorgenkind Nummer eins der Unternehmen, aber danach kommt ja schon seit vielen Jahren das Thema Fachkräfte. Wir werden ein attraktiver Wirtschaftsstandort nur bleiben können, wenn es uns auch gelingt, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, und die müssen natürlich irgendwo wohnen. Und die müssen auch irgendwo attraktiv wohnen können. Also das macht uns Sorgen. Wir sehen also wirklich eine massive Zunahme auch der Flächenkonkurrenz jetzt schon. Und durch die Verordnung kann sich das eben, das ist auch angeklungen, noch mal deutlich verschärfen. Und da geraten wir durchaus auch in Konflikte mit Zielen wie Klimaneutralität, wie auch, was jetzt gerade auch auf EU-Ebene verhandelt wird, der Critical Raw Materials Act, wo es ja unter anderem auch darum geht, mehr heimischen, also europäischen Rohstoffabbau zu gewährleisten. Wenn wir hier Rohstoffabbau zum Beispiel in gewissen Flächen ausschließen, könnte es zu Problemen führen mit der Rohstoffversorgung, beziehungsweise die Lieferketten werden in jedem Fall länger. Und unserem Ziel, dass wir uns irgendwie unabhängiger machen von Rohstoffimporten, an der Stelle wird es auch deutlich schwieriger. Deshalb sagen wir, dass wir hier keinen pauschalen Flächenansatz vornehmen sollten, sondern die Dinge eben auf lokaler und regionaler Ebene lösen sollten, weil da doch das Ganze miteinander viel besser verheiratet werden kann. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, Naturschutz, Biodiversität auf der einen Seite und wirtschaftliche Entwicklung auf der anderen Seite zusammenbringen. Das ist ja auch durchaus möglich, wenn wir uns solche Konzepte wie Naturschutz auf Zeit anschauen. Deswegen regen wir zum Beispiel auch an, dass es eine Klarstellung auch gibt im Rahmen der Verordnung, zumindest, dass das Verschlechterungsverbot hier nicht weiter ausgeweitet wird, beziehungsweise nur auf Gebiete, die dann auch in diesem nationalen Wiederherstellungsplan festgelegt werden. Also das sind solche Möglichkeiten, und die Unternehmen, vielleicht das noch als Abschluss, müssen ja heute schon, wenn sie irgendwo Flächen in Anspruch nehmen, dafür ja auch an anderen Stellen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen leisten. Es ist ja nicht so, dass das nicht passieren würde. Und auch das wird natürlich alles möglicherweise deutlich schwieriger in solchen Gebieten, wenn wir die hier einseitig für irgendwelche Naturschutzbelange reservieren. Vielen Dank. Dankeschön. Wir fahren fort mit Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Gesenhus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Für mich ist völlig klar, dass wir das Artenaussterben nur dann aufhalten können, wenn wir an die Seite des Schutzrechts ein verbindliches und wirksames Renaturierungsrecht stellen. Anders wird das nicht gehen. Und es geht da auch nicht nur um die ein oder andere liebgewonnene Art, sondern letztendlich geht es auch um uns Menschen. Der Weltklimarat hat noch mal dargestellt, dass wir 30 bis 50% der kohlenstoffspeichernden Ökosysteme weltweit renaturieren wollen müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen wollen. Und auch das Montrealer Artenschutzabkommen ist gerade schon angesprochen worden, gibt uns ja auch klar vor, dass wir großen Bedarf im Bereich Renaturierung und Wiederherstellung haben. Und deswegen, weil wir gleichzeitig sehen, dass 80% der Ökosysteme in Europa in schlechtem Zustand sind, wäre es unverantwortlich, jetzt dem nachzugeben, was die CDU-CSU hier fordert, das Nature Restoration Law noch weiter aufzuschieben. Ich will auch noch mal eine Sache anmerken. Ich glaube, dass wir deutlich zurückweisen sollten, dass es bei Naturschutzflächen um Entwertung von Landschaften sich handeln würde. Ich glaube, der Flächenverbrauch wird maßgeblich vorangetrieben durch Siedlungsentwicklung, durch Straßenbau, und das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, für den Anbau von Futter, für die intensive Tierhaltung. Und das sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen. Und noch eine Anmerkung zur Frage der Zunahme von Grünflächen innerhalb von Städten.
Da ist, glaube ich, die Befürchtung unbegründet, dass es da zu scharfe Vorgaben für einzelne Städte geben könnte, weil eben auch das Nature Restoration Law hier ganz klar landesweite Durchschnittszahlen ansetzt. Jetzt zu meiner Frage. Jörg-Andreas Krüger hat das Renaturierungsgesetz angesprochen, das er auch für Deutschland für notwendig ansieht. Welche Instrumente müsste ein solches Renaturierungsgesetz beinhalten, um den Flächenzugriff zu sichern, um eben auch Flächen zur Verfügung zu stellen für die Wiederherstellung? Und wie kann das schneller gehen? Also auch Stichwort Beschleunigung. Ich habe gerade noch eine zweite Frage, aber gerne jetzt erst die Antwort auf diese erste Frage. Dankeschön. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Ich hatte es ja versucht, eben schon zu skizzieren. In einem Renaturierungsgesetz brauchen wir auf der einen Seite die räumliche Kulisse, die wir sichern müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir den konkreten Flächenzugriff. Das heißt, wir müssen über Vorkaufsrechte reden. Wir müssen über Flurbereinigungsverfahren, Unternehmensflurbereinigungsverfahren nachdenken. Und wir müssen im Endeffekt auch bereit sein, im Rahmen der grundgesetzlichen Regelungen sicherlich das ein oder andere Enteignungsverfahren mal mitzumachen. Ich weiß, dass das etwas ist, was unglaublich viele Ängste auslöst, wenn man sowas sagt. Aber ich sehe da einen sehr, sehr starken Schutz des Grundbesitzes. Das ist sicherlich nicht das der Regelfall der Renaturierung, mit dem wir dann da vorgehen können oder vorgehen können müssen. Aber es ist eben umgekehrt auch so, dass man es nicht ausschließen darf und nicht ausschließen sollte. Da wird es eine vernünftige Regelung brauchen, wenn wir zum Beispiel mal ein Moorgebiet renaturieren wollen auf 1000 Hektar und da ist am Ende ein Eigentümer dabei mit 20 Hektar mittendrin, dann wird man ähnlich wie bei Fernstraßenbau sicherlich einen solchen Weg gehen müssen. Was wir definitiv auch brauchen, ist die Frage der Finanzierung. Da ist die Bundesregierung und die Bundesrepublik ja schon mal gut aufgestellt. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ist ja ein Finanzierungsinstrument schon mal geschaffen worden, das europaweit auch sich echt nicht zu schämen braucht. Das ist ein wirklich guter Einstieg. Hier müssen wir jetzt zusehen, dass das auch schnell ankommt, weil ansonsten ist es natürlich so, dass in dieser ganzen Debatte, die jetzt auch bei Landnutzerinnen und Landnutzern, bei Flächeneigentümerinnen und Eigentümern ankommt, da kommt jetzt viel Unruhe. Wenn aber gleichzeitig immer nur gesagt wird, ja, coming soon, dann wird diese Unruhe eher steigern. Das heißt, wir werben sehr stark dafür, dass jetzt die Förderrichtlinien, dass die einzelnen Projektinhalte des ANK sehr, sehr schnell in die Umsetzung und in die Realität kommen. Und ein dritter Aspekt ist, wenn wir bei Planungsbeschleunigung nachdenken, dann sind wir momentan in der Situation, dass wir für die Renaturierung eines Fließgewässers fast die Letzten sind, die noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen, weil das für viele andere momentan abgeschafft worden ist, eine UVP. Darüber muss man nachdenken, was ist sozusagen sachgemäß und was ist geboten. Wir haben unglaublich viele sehr verzögernde Auflagen und wir haben natürlich das Dilemma der fehlenden Digitalisierung und der personellen Unterbesetzung der Fachbehörden. Da hoffen wir, dass dieser Weg, der zwischen Bundeskanzleramt und Ministerpräsidentenkonferenz ausverhandelt wird, dass da jetzt endlich eine Lösung für diese Personalfrage auf der Ebene der Fachbehörden und der unteren Behörden geliefert wird, damit wir vorankommen. Denn man kann die Unruhe bei Flächeneigentümern und Landnutzern in Teilen ja auch verstehen. Es wird viel, viel, viel schon gesprochen. Wir müssen jetzt ins Tun kommen. Dankeschön für die FDP, Kollegin Hauzer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne Herrn von Everfeld noch mal bitten, auf ein paar Punkte näher einzugehen oder etwas tiefer. Sie hatten uns vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass der alleinige Fokus auf den heimischen Baumarten liegt. Das steht im Moment auch im Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Und ich möchte Sie bitten, zu beantworten, diese Fokussierung hätte für den geplanten Waldumbau, um ihn klimaresilient und zukunftsfähiger machen zu können. Wo sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptprobleme für die Wälder und deren Bewirtschaftung? Und eine zweite Frage schließt sich dem an. Welche Folgen hätte die Reduzierung der Waldbewirtschaftung in Deutschland und europaweit infolge der Wiederherstellungsverordnung auf die Holzrohstoffversorgung in Europa und auf die Wälder weltweit? Vielen Dank. Herr Vorsitzender, Herr von Elberfeld, bitte schön. Danke sehr, liebe Frau Hatzer, vielen Dank für die Fragen. Ja, Stichwort Waldumbau. Wir wissen, dass das notwendig ist. Wir haben 500.000 Hektar Kahlflächen in Deutschland aktuell. Wir wissen, dass ungefähr ein Drittel der Waldfläche Deutschlands umgebaut werden muss, um sie klimastabil zu machen. Und Sie haben die Baumartenwahl angesprochen. Und dort sehen wir einfach die Notwendigkeit, dort offen
anzugehen und mit einer Vielfalt agieren zu müssen, weil wenn wir uns rein auf Standortheimische konzentrieren, wir die Gefahr laufen, dass wir eben keinen klimastabilen Umbau vielleicht hinbekommen. Wir sehen ja aktuell vielerorts wie Bucheneichen eben auch durch die Problematik der Hitze und Klimawandel Probleme kriegen und krank werden. Insofern müssen wir dann einfach eine gewisse Offenheit haben. Und in diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, dass wir in der Waldbewirtschaftung bleiben. Und da sehen wir das Problem ja in der Naturwiederherstellungsverordnung, dass es dort zur Außernutzungnahme kommen wird und dass wir da schwierig werden, den Waldumbau damit zu gestalten. Und Stichwort Holzbauinitiative und Klimaschutz ist ja die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffholzes immens wichtig. Insofern ist auch die Bewirtschaftung des Waldes weiterhin sehr essentiell und dürfte nicht in Gefahr gebracht werden. Sie haben dann die Folgen angerichtet, was das für Folgen hat, wenn wir die Wiederherstellungsverordnung so umsetzen. Es gibt Ausarbeitung des Thünen-Instituts, die gesagt haben, wenn wir die Ziele der Biodiversitätsstrategie, und das ist ja die Grundlage für das NRL, so umsetzen, dann kommen wir in Deutschland bis zu 50% weniger Holzeinschlag, den wir hier in Deutschland haben werden. Und das können wir ja nur durch Verlagerungseffekte, wenn wir das Holz brauchen, um die Holzbauinitiative umzusetzen, dann kommt es zu Verlagerungseffekten. Dann müssen wir das Holz aus Ländern beziehen, wo im Zweifel nicht so nachhaltig gewirtschaftet wird wie bei uns. Also sehen wir da große Gefahr und bitten darauf zu achten. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen. Der Christen hat es ja schon angedeutet, wie groß der landwirtschaftliche Anteil der Fläche in Deutschland ist. Wenn Sie eine Forst dazu nehmen, dann reden wir über 70-75% der Landesflächen. Und das sind nun mal die Land- und Forstwirte, die diese Flächen bewirtschaften. Und das ist wichtig. Und ich bedanke Herrn Krüger, dass er das so angesetzt hat. Die müssen wir mitnehmen. Wenn wir die nicht mitnehmen, dann werden die sich querstellen und dann werden wir nichts erreichen. Und auch Enteignungsmaßnahmen werden sich dann auch jahrelang hinziehen. Also wir kriegen das nur hin, wenn wir das gemeinsam tun, kooperativ, wirtschaftliche Grundlagen geschaffen werden. Nur so kriegen wir es hin. Und jetzt, wo ich noch eine Minute habe, bringe ich auch noch ein Zahlenbeispiel aus der Wesermarsch. Dort geht es um Grünland, was in Moorflächen umgewandelt werden sollte. Größenordnung von, ich habe es nicht ganz im Kopf, doch 13.400 Hektar. Und das ist mal berechnet worden, über was für Erträge wir dort reden. Und wir reden das jetzt momentan Grünland mit Milchvieh. Und wenn wir diese also da vernässen, dann ist dort keine Milchviehwirtschaft mehr möglich. Dann reden wir über 3.000 Euro pro Hektar und Jahr Wertschöpfungsverlust in der Landwirtschaft und in der Gesamtwertschöpfungskette. Kommen wir sogar auf 13.000 Euro pro Hektar. Also da sieht man mal, was für Zahlendimensionen wir wieder spielen. Insofern ist es unbedingt und ganz wichtig, dass wir ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten, das hinzukriegen. Sonst geht das nur auf Lasten der Land- und Forstwirte. Entschuldigung, weil ich da ausgereitet habe. Dankeschön. Noch eine Nachfrage? Zu Herrn Eferfeld nicht. Danke. Okay, Dankeschön. Dann geht's weiter mit der AfD. Herr Bleck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sprechen wir endlich mal über Zielkonflikte. In Deutschland wird immer so getan, wie als geht die Bekämpfung des Klimawandels und die Bekämpfung des Artenschutzes Hand in Hand. Aber das ist ja nicht der Fall. Insbesondere in Deutschland haben wir hier Zielkonflikte. Und ich fange mal mit Windkraftanlagen in Wäldern und Schutzgebieten an. Gehe über Querbauten in Fließgewässern für Wasserkraftwerke, über die Energiemaismonokulturen für Biogasanlagen. Und bei allem, und das ist mehrmals hier angesprochen worden, geht es vor allem auch um Flächenkonkurrenz, um Flächennutzung. Und jetzt halten wir mal fest, auf 1,7% der Fläche Deutschlands, nämlich den Industrie- und Gewerbeflächen, wird der überwältigende Teil des Wohlstands dieses Landes und seiner Bürger erwirtschaftet. Gleichzeitig verpflichtet der Bund die Länder, 2% seiner Fläche nur für den Bau für Windkraftanlagen auszuweisen, mit einem fragwürdigen Nutzen für die Versorgungssicherheit im Stromsektor. Und da fragt man sich doch, wie wichtig ist eigentlich eine gute Ökonomie für eine gute Ökologie, auch vor dem Hintergrund der geplanten Fokussierung der Flächennutzung weg von der konventionellen Forst- und Landwirtschaft, industriellen und gewerblichen Nutzung hin zur sogenannten Wiederherstellung der Natur. Und diese Frage würde ich gerne Herrn Hoffmann stellen. Herr Hoffmann. Können Sie die Frage noch mal wiederholen? Die Frage war, wie wichtig ist eine gute Ökonomie eigentlich für eine gute Ökologie? Herr Hoffmann. Ja, die Frage lässt sich, vielen Dank für die Frage, lässt sich an und für sich relativ einfach beantworten. Die Ökonomie hat im Grunde genommen immer die Tendenz, sparsam zu sein.
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man in der Marktwirtschaft die Preiskonkurrenz hat. Das heißt, jemand macht etwas billiger, hat also weniger Aufwand, und mit dem weniger Aufwand hat er eben auch weniger Verbrauch von irgendetwas anderem, zum Beispiel von Energie. Also der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Ökologie, der ist in der Ökonomie eigentlich schon angelegt. Und das Problem ist eigentlich dann die politische Seite, wenn die Politik meint, sie müsste ökologisch operieren und dann eben 2% der Fläche eines Landes für alternative Energien ausweisen will und damit sozusagen die Natur vergewaltigen will. Also mir fällt jetzt natürlich nicht sofort das kleine Beispiel, was das noch mal konkretisieren würde, aber jedenfalls für mich, oder ich habe doch noch einen anderen Ansatz, und der andere Ansatz ist ein ganz einfacher. Unsere Wirtschaft ist eine kapitalistische Wirtschaft. Und kapitalistisch heißt, dass sie mit dem Privateigentum verknüpft ist. Wenn einer einen Bauernhof hat, dann bewirtschaftet er den so, dass er ihn auch an seine Kinder wieder weitergeben kann, normalerweise. Und das Kapital ist an dieser Stelle nicht auf endgültigen Verbrauch, sondern auf Nutzung und Verwertung, aber eben nicht auf Verbrauch ausgelegt. Das heißt, das Privateigentum, jeder, der ein eigenes Auto hat, der pflegt das. Jeder, der ein Haus hat, der eine Familie hat, das wird immer alles gepflegt. Das heißt, das ist per se ökologisch, weil es eben den Verbrauch, den endgültigen Verbrauch entgegensteht. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Bleck. Ja, da habe ich eine Frage, und zwar dann an Herrn Krüsken, der den Bauernverband vertritt. Können Sie das bestätigen, dass die bauerlichen Betriebe so vorgehen, auch hinsichtlich Generationen und Nachfolger? Also dass es tatsächlich so ist, dass Bauern darauf achten, dass hinsichtlich auch der Übergabe ihrer bäuerlichen Betriebe mit der Natur und mit ihren Tieren artgerecht und umweltgerecht umgegangen wird? Herr Krüsken, wir sind gespannt auf Ihre Antwort. Ja, das ist so. Das ist das Geschäftsmodell bäuerlicher Landwirtschaft, dass man versucht, seinen Betrieb erstmal natürlich zum guten Wachstum zu bringen, sodass er in die nächste Generation starten kann. Aber das schließt nach unserem Verständnis natürlich auch ein, dass das nicht nur auf ökonomische Nachhaltigkeit setzt, die ist natürlich die Voraussetzung für alles, aber auch auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Danke. Dankeschön für die Linksfraktion, Kollegin Tati. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Cyriaks. Die erste Frage sind, warum ist eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur aus Ihrer Sicht notwendig? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die europäische Agrarpolitik? Cyriaks. Dankeschön für die Frage. Ich hatte bereits vom Patienten Natur gesprochen in meinem Eingangsstatement, von dem wir alle abhängig sind. Während das Bundesnaturschutzgesetz zum Beispiel eigentlich ausreichend die Natur schützt, hapert es aber seit Jahrzehnten an der Umsetzung der Gesetze, und es fehlt auch an ausreichender Finanzierung. Gleichzeitig subventionieren wir und die EU auch eine ganze Reihe von umweltschädlichen Praktiken. Da gehört die Agrarpolitik in Teilen auch mit dazu. Gehe ich gleich noch später darauf ein. Und deswegen ist es richtig, dass die EU-Wiederherstellungsverordnung dieses Umsetzungsdefizit auflösen und dazu beiträgt, es auszugleichen. Meiner Meinung nach schaffen Europa und Deutschland mit der Umsetzung der Verordnung einen verlässlichen und auch vorausschauenden Entwicklungspfad, der für Investitionen die notwendige Sicherheit schafft und mit dem wir unsere internationalen Verpflichtungen von Montreal, Paris und auch dem relativ neuen New Yorker Meeresschutzabkommen einhalten.
Die Frage zur europäischen Agrarpolitik. Ja, die europäische Agrarpolitik treibt den Natur- und Umweltschutz seit Jahrzehnten auch um. Das ist so. Das ist ja von Herrn Krüger und von Herrn Krüsken auch schon angesprochen worden. Die geplante Verordnung reiht sich ein. Wir sind seit 1992 verpflichtet, Biodiversität zu schützen und haben es seitdem nicht wirklich geschafft. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir jetzt hier ordentlich nachlegen. Es ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal salopp, wenn man 30 Jahre lang nicht zum Zahnarzt geht, dann tut es am Ende halt sehr weh. Wir müssen jetzt heftig gegensteuern. Das sagte Herr Krüger ja auch schon, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und deswegen sind die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen sind, durchaus, ja, durchaus, sagen wir mal, ordentlich. Und deswegen entsteht auch an der einen oder anderen Stelle Sorge. Das kann ich auch nachvollziehen. Über Details der Umsetzung lässt sich sicherlich gut diskutieren. Aber im Grundsatz ist klar, die Verordnung ist in ihrer Ambition und in ihrem Wirkungsgrad angemessen, weil wir riesige Probleme haben, auf die wir sehenden Auges zusteuern. EU und Weltnaturgipfel haben ein Ziel formuliert, der Pestizideinsatz soll bis 2030 halbiert werden. Das Umweltbundesamt sagt, die überwiegende Zahl der zugelassenen Mittel hat sehr starke Wirkung auf Tiere oder Pflanzen. Und deswegen ist es aus der Sicht des Umweltbundesamtes auch nötig, über Maßnahmen gegen diese negativen Auswirkungen zu sprechen und auch darüber, wie sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern lässt. Einen entscheidenden Beitrag dazu bieten pestizidfrei bewirtschaftete Flächen. Bei der Verwendung von Pestiziden ist kein eindeutiger Trend zu erkennen. Die Menge der eingesetzten Pestizide ist immer noch sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir schauen mit einem Auge nach Dänemark. Die haben eine Pestizidabgabe eingeführt, erfolgreich. Damit ist die Menge der eingesetzten Pestizide zurückgegangen. Auch dafür setzen wir uns ein, für die Einführung einer Pestizidabgabe auch in Deutschland. Das würde eine Menge helfen und das wäre aus unserer Sicht auch angemessen, auch dem Verursacherprinzip entsprechend. Noch mal kurz zu den Mooren. Auch die spielen ja eine große Rolle, was die Landwirtschaft angeht und auch was die zukünftige Agrarpolitik angeht. Allein entwässerte Moore sind für 5% der gesamten Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Und deswegen muss das Gesetz strenge Vorgaben oder die Verordnung strenge Ziele für die Wiedervernässung von Mooren enthalten, um sicherzustellen, dass diese Kohlenstoff speichern, anstatt ihn auszustoßen. Und ja, das ist eine riesige Herausforderung. Ich komme selber aus Bremen, also nahe der Wesermarsch, aus dem Bremer Becken. Ich weiß Bescheid, was das bedeutet, was das für die Familienbetriebe bedeutet, die dort teilweise seit Jahrhunderten, und ich übertreibe nicht, seit Jahrhunderten wirtschaften. Und das ist nicht nur eine riesige finanzielle Aufgabe, der wir uns da stellen müssen, sondern auch einer sozialen Aufgabe. Wir müssen den Einstieg in die Wiedervernässung der Moore sehr, sehr gut kommunizieren. Und es ist richtig, dass das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz da ja schon die richtigen Ansätze setzt. Und mit 4 Milliarden Euro haben wir da ja auch wirklich endlich mal veritable Finanzmittel. Dankeschön. Dankeschön, Herr Cyriax. Als nächstes von der SPD-Fraktion zunächst der Herr Schneider. Ich habe gehört, dass Sie sich den 5-Minuten-Block teilen wollen. Herr Schneider. Jawohl, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage geht an Frau Professorin Krönke online. Lässt sich Ihrer Meinung nach ein guter Umweltzustand der Meere als unsere mächtigsten Verbündete in der Klimakrise, wie im Antrag der Union gefordert, allein durch finanzielle Anreize, Freiwilligkeit und kooperative Ansätze erreichen? Ich schätze nicht. Und wenn nein, dann welche Maßnahmen sind in Ihren Augen sinnvoll, um degradierte bzw. verkümmerte Meeresökosysteme wiederherzustellen? Wie können wir den Erhalt von existenziell wichtigen Ökosystemdienstleistungen in unseren Meeren noch besser unterstützen? Und was sind Ihre Empfehlungen für das künftige Management der Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee? Vielen Dank. Das wird spannend, Frau Krönke, ob Sie da noch Zeit vor Frau Kersten übrig lassen. Erstmal an die Beantwortung, Frau Krönke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall politische Vorgaben für die Umsetzung der Renaturierung von marinen Ökosystemen, weil, wie ich vorher am Anfang schon sagte, zum Beispiel diese Maßnahme mit der Reduktion der Nährstoffe hat ganz eindeutig gezeigt, dass dann dies zu einer Verbesserung in den Ökosystemen führt. Und ich denke, ohne eine gesetzliche Vorgabe auch auf Ebene wäre es nie zu diesen Veränderungen gekommen. Ja, was würde ich vorschlagen? Also auf jeden Fall ist dieses Prinzip der Schutzgebiete natürlich auf jeden Fall sinnvoll im marinen Bereich. In den Wattenmeeren haben wir das ja schon durch die Naturschutzverordnung, also die Ruhezonen und die dann die Gebiete, die von den Menschen genutzt werden. Und diese Regelung wird ja auch sehr gut von den Nationalparkverwaltungen durchgeführt und von den Rangers. Hinzu könnte man natürlich sagen, dieser wesentliche Störfaktor in Anführungsstrichen im marinen Bereich neben den Klimaveränderungen, also Temperaturanstieg, ist natürlich immer die Fischerei, die kommerziellen Interessen. Da würde man natürlich sowohl im Wattenmeer, also nicht das ganze Wattenmeer schließen, sondern vielleicht bestimmte Bereiche und genauso eben in der offenen Nordsee. Das ist einfach ja erstmal noch ein ganz anderer Ansatz. Die Nordsee ist groß. Wir haben die drei Schutzgebiete. Und wie ich anfangs auch sagte, ist jetzt in dem einen Schutzgebiet im Sylter Außenriff ein kleiner Bereich ausgewiesen worden, die Amrum Bank, auf der nicht mehr gefischt werden darf. Und das ist eine jahrzehntelange Bemühung, das tatsächlich auszuweisen, weil natürlich auch kommerzielle Interessen dagegen standen. Und wir hoffen uns eben auf eine Erholung dieser Gebiete. Und was wir aber brauchen, das haben wir auch schon intensiv diskutiert, wir brauchen eben auch tatsächlich eine Umsetzung des EU-Fischereigesetzes, weil im Augenblick ist es so, wir würden dann in diesem Gebiet jetzt tatsächlich auch diese Renaturierung ohne Fischereieinfluss untersuchen, auch von Seiten des Naturschutzes und auch von der Wissenschaft. Aber übermorgen kann dann jetzt als Beispiel ein holländischer Fischer da durchfahren und macht alles platt und wir fangen wieder von vorne an. Also wir verschwenden irgendwo dann ja auch deutsche Steuergelder. Und da muss einfach mehr konsequentes Handeln auch von deutscher Seite dann tatsächlich eingeführt werden mit den Fischereischutzbooten oder den der Wasserschutzpolizei etc., dass da dann auch diese Gebiete wirklich geschützt werden. Eine andere Sache ist natürlich jetzt, wenn wir von Flächendruck sprechen, dass wir diese natürlich auch in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone haben, also neben den Fischerei, neben den Routen für die Schifffahrt und den Naturschutzgebieten wird die AWZ natürlich für die Windparks genutzt, die Offshore-Windparks. Im Augenblick erzeugen wir ja 8 Gigabyte, aber für 2030 wird ja schon 30 Gigabyte angestrebt und bis 2050 dann 70 Gigabyte. Das wird natürlich die Raumplanung in der deutschen AWZ komplett verändern. Große Bereiche werden dann mit Windparks gefüllt sein. Das wird natürlich dann auch einen Interessenskonflikt mit der Fischerei wiedergeben. Aber wir erhoffen uns von diesen Windparks, die haben einen sekundären positiven Effekt, weil die auch für die Fischerei gesperrt sind, kann man davon ausgehen, dass sich auch in diesen Bereichen der Meeresboden renaturieren wird, also erholen wird von diesem Fischereidruck. Und wir sehen das jetzt aktuell schon, dass sich dort auch die Fischbestände aufhalten. Also von vielen herzlichen Dank. Ich muss auf die Zeit achten. Wir kommen sonst wirklich nicht durch. Vielen herzlichen Dank, Frau Krönke. Und der nächste ist der Kollege Mack von der Unionsfraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Grüsken. Herr Grüsken, man hat bei der Verordnung ja schon ein bisschen das Gefühl, als handele es sich um einen Generalangriff auf die kommunale Entwicklung, aber vor allem eben auch auf die Ausübung der Landwirtschaft. Und meine Frage ist ja jetzt, wenn wir diesen geforderten ökologischen Mehrwert in den Produktionsprozessen haben, dann wird es ja auch zu höheren Produktionskosten führen. Und wäre da nicht die logische Konsequenz, dass wir dann praktisch den deutschen Lebensmittelmarkt
von anderen Märkten abgrenzen muss, weil dieser ja dann letztendlich zu weitaus niedrigeren Standards produzieren würde. Vielen Dank für die Frage, Herr Mack. Ja, Herr Krüsken. Die ist. Okay, Herr Vorsitzender, Entschuldigung, aber ich darf fortfahren, ja? Gut, vielen Dank für die Frage. Ja, sie ist eine theoretische Frage, weil, ich habe gerade schon gesagt, hier reden wir ja über Verlagerungseffekte. Nehmen wir hier die Fläche aus der Produktion in der Land- oder in der Forstwirtschaft, dann müssen die bisher darüber bereitgestellten Produkte, die bisher dazu bereitgestellte Biomasse, der Markt und die Nachfrage wird ja nicht verschwinden, aus anderen Teilen der Welt kommen. Ich gehe davon aus, wir haben eine europäische Regelung und das wird überall in Europa einheitlich angewandt, ist vielleicht etwas blauäugig, aber das ist die Annahme. So, das heißt, dann führt es dazu, dass Europa seine Erzeugung exportiert und natürlich auch seine Biomasseerzeugung in Teile der Welt exportiert, wo die Standards deutlich niedriger sind. Das heißt, wir tun auch den Standards, die wir hier in Europa eigentlich haben möchten, in der Land- und in der Forstwirtschaft, nicht nur keinen Gefallen, sondern wir stellen sie direkt in Frage. Das muss man als Vorbemerkung sagen. Und natürlich kann ich mich dann über Labeling oder über Kennzeichnung oder sonst wie abgrenzen von Produkten aus solchen Märkten. Aber wir wissen alle, dass Europa eben keine Insel ist und dass es keine realistische Option ist, den europäischen Markt abzuschließen für solche Rohstoffe, sodass wir hier sozusagen im geschlossenen System arbeiten. Sie alle kennen die Geschichte und die Historie des Mercosur-Abkommens. Ja, die Bundesregierung ist ja im Moment dabei, das abzuschließen, auch unter Einschluss des Agrarteils, der von vielen Seiten, auch von der Naturschutzseite, deutlich kritisiert worden ist. Wir kritisieren das auch. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass die Abgrenzung einfach faktisch nicht möglich ist. Und ich will noch einen Punkt dazu sagen. Das Thema Fläche ist natürlich, wie soll ich sagen, der Elefant im Raum. Und Herr Krüger, Sie haben jetzt das Wort Enteignung hier in die Diskussion gestellt. Und das ist natürlich eine sehr fundamentale Angelegenheit, ein fundamentaler Eingriff auch in unsere Rechtsordnung. Und ich will dazu nur den Kommentar loswerden. Wenn man dieses Wort in den Raum stellt, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute rebellisch werden, erstens. Und zweitens, Enteignung, wir halten das also auch für unvereinbar mit unserer Rechtsordnung, dass dann mal einfach so hier auch über Vorranggebiete, die dann auch sozusagen von oben verordnet werden, nachgedacht wird, weil ein Vorranggebiet für den Naturschutz ist streng genommen die kleine Schwester der Enteignung und die Vorstufe. Und da müssen wir ganz anders vorgehen. Wir müssen intelligente Formen finden, wie wir Nutzung und Biodiversität in Einklang bringen. Also es funktioniert nicht, dann zu sagen, Biodiversität ist da, wo Landwirtschaft nicht stattfindet, sondern wir müssen die beiden Dinge zusammenbringen. Und dafür, ich wiederhole das, gibt es in diesem Verordnungsvorschlag auch wenig Ansatzpunkte. Danke. Dankeschön, Herr Krüsken. Enteignung, das Stichwort, Sie haben es angesprochen. Jetzt hat ja die EU-Kommission den Landwirten 5 Jahre Ausgleichszahlungen in Aussicht gestellt. Was passiert denn danach? Ist das dann nicht eine Enteignung auf Raten? Ja, muss man uneingeschränkt so sagen, weil die Nutzungsbeschränkung ist ja dauerhaft. Danke. Okay, danke schön für diese Aufklärung in Verwandtschaftsfragen. Für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Gesenhus. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir zur Sachlichkeit zurückkehren. Ich glaube, so Kampfbegriffe wie Enteignung bringen uns da nicht weiter. Die meisten Enteignungen werden übrigens für Straßenbau und Braunkohleabbau durchgeführt in Deutschland. Da kann man sich mal fragen, welche Parteien da in der Regel dahinter stehen und wer eigentlich die Enteignungspartei Nummer 1 in Deutschland ist. Aber das mal an der Stelle. Thema Landwirtschaft. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt aus meiner Region, wir sind eine moorreiche und eine landwirtschaftliche Intensivregion, dass die Landwirtschaft beim Thema Wiedervernässung längst an Bord ist, weil die selber merken, dass gerade in den Dürresommern die Flächen trocken fallen und selber sich auf den Weg gemacht haben, Wasser besser in der Fläche zu halten. Und da sehe ich ehrlich gesagt keinen Zielkonflikt an der Stelle, aber vielleicht ist ja die Motivation, den Zielkonflikt bewusst herbeizureden, weil andere Ziele dahinter stehen. Ich finde das bedauerlich, wenn sich alle im Ziel einig sind, dass wir dann, wenn es in die Instrumente-Diskussion geht, dann immer diese kleinteiligen Diskussionen führen.
Und anknüpfen möchte ich gerne deswegen genau an dem Punkt nochmal, was die Rolle für unseren Wohlstand angeht, weil ich glaube, was völlig vernachlässigt wird in dieser ganzen Debatte, ist die Rolle, die Ökosysteme für unsere Nahrungsmittelversorgung und unseren Wohlstand spielen. Und da würde ich Jörg-Andreas Krüger bitte einmal bitten, darauf einzugehen, welche Rolle Naturschutz auch für unseren Wohlstand spielt oder umgekehrt, welche Kosten eigentlich die Naturzerstörung für unseren Wohlstand verursacht. Zweite Frage an Frau Wilken. Die Landkreise spielen ja eine total wichtige Rolle bei der Frage von Ausgleichsmaßnahmen und Naturschutz. Oft ist es ja aber auch so, dass die Ausgleichsmaßnahmen nicht so durchgeführt werden, wie wir uns das wünschen würden und oft, dass auch die Mittel, die zur Verfügung stehen, nicht abgerufen werden, weil oft die Landkreise auch nicht an die Flächen kommen. Teilweise fehlt es auch am Vollzug und am Personal in den Behörden. Was brauchen die Landkreise vielleicht auch von der Bundesebene, um den Naturschutz dann in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verbessern? So, große Fragen. Zunächst Herr Krüger. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, das kurz zu machen, damit noch Chance für eine andere Antwort bleibt. Ich glaube, es lohnt sich nochmal der Blick genau darauf zu gucken, worüber wir hier reden. Wir reden nicht darüber, dass wir ein Artenhilfsprogramm mit Steinkreuzbrutplätzen und Nistkästen machen wollen, sondern wir reden darum, Ökosystemfunktionen und damit die Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen dort, wo sie kaputt sind, wiederherzustellen. Vorhin fiel schon mal der Begriff der Reparatur. Und das, was wir momentan sehen, ist ja, dass Nutzung von Ökosystemen zu bestimmten Schäden und Belastungen führt. Diese Belastungen dann aber gesamtgesellschaftlich getragen werden müssen oder einfach stehen bleiben. Und das führt momentan dazu, dass wir ja in erheblichem Maße realwirtschaftliche Konsequenzen anfangen zu sehen. Wir sehen das bei Fragen der 500.000 Hektar Wälder, die wir verloren haben, weil wir den Waldumbau nicht zügig genug hinbekommen haben und die Monokulturen, die wir da aufgebaut hatten, jetzt weggebrochen sind. Wir sehen es, wenn die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt werden muss, weil im Prinzip das Ökosystem mit dem Klimawandel so aus dem Lot gerät, dass wir da trocken fallen und am Ende kein Wasser mehr für irgendwas an wirtschaftlicher Nutzung, an Kühlung für die Energiegewinnung und da ist. Und von daher möchte ich wirklich dafür werben, dass wir diesen Renaturierungsbegriff nicht im Hinblick auf Artenhilfsmaßnahmen gedanklich abbuchen, sondern wirklich Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen. Und die Kosten der Naturzerstörung, das sind genau die Dinge, wo wir momentan eben mit viel Geld Reparaturmaßnahmen schon anfangen zu zahlen und wo wir Schäden im Gesundheitssystem, Schäden im Ernährungssystem, Schäden bei vielen, vielen anderen Themen haben. Und deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren, da mal einen genauen Blick hinzuwerfen. Und ich kriege gerade einen mahnenden Blick. Ich muss die Frage leider dann jetzt weitergeben, damit noch eine Antwortmöglichkeit bleibt. Frau Dr. Wilken, danke schön. Ja, danke sehr für die Frage. Wir sehen drei Dimensionen in der Thematik. Sie haben es angesprochen, natürlich die Personalfrage in den Behörden. Das drückt uns wirklich sehr auf der kommunalen Ebene. Und da brauchen wir in jeglicher Hinsicht auch eine gemeinsame echte Personaloffensive von Bund, Ländern, Kommunen getragen. Wir müssen da auch selber unseren Eigeneinteil leisten. Das wissen wir auch. Aber das ist etwas, weil gute Gesetze und noch so gute Vorgaben helfen alles nichts, wenn wir es am Ende nicht umsetzen können. Und das ist wirklich ein großes Problem. Zweites Thema, die Fläche. Wir glauben, dass wir die Flächen klüger nutzen müssen. Also die Qualität der Fläche muss auch eine zentralere Rolle spielen. Im Modernisierungspaket, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist oder angedacht, ist ja auch dieser Gedanke schon drin, dass nicht kleinteilige Flächen das Ziel sein können, sondern die Flächen in der größeren Dimension, die Ausgleichsflächen in der größeren Dimension denken und auch einen Blick mehr auf die Qualität zu richten. Und letzter Punkt, Geld spielt immer eine Rolle. Wir brauchen Förderung. Das AKN ist gut, gerne langfristig und gerne mit Budget, weil am Ende sind die kleinteiligen Förderprogramme eben auch ein Katz-und-Maus-Spiel in der Frage von, wer macht das eigentlich vor Ort? Danke. Dankeschön, Frau Dr. Wilken. Lassen Sie mich jetzt schon Sie alle darauf vorbereiten. Die dritte Runde wird eine kurze. Da schaffen wir maximal 2 Minuten für Frage und Antwort. Aber in dieser noch längeren Runde ist jetzt die Kollegin Harzer dran. Vielen Dank. 2 Fragen habe ich. Die erste richtet sich noch mal an Herrn von Eberfeld und die zweite an Herrn Dr. Boley. Herr von Eberfeld, sehen Sie in dem Vorschlag der EU-Kommission zur Wiederherstellung der Natur Parallelen zu Natura 2000? Und wenn ja, gibt es etwas, was man Ihrer Meinung nach besser machen könnte, beziehungsweise
Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt, den die Bundesregierung in den Verhandlungen auf EU-Ebene unbedingt einbringen muss? Und Herr Dr. Boley, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme das Thema Wasserkraft angesprochen. Im letzten Jahr haben wir Wasserkraft ja zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. Welche konkreten Probleme sehen Sie im aktuellen Entwurf für die Wasserkraft hier in Deutschland und wie würden Sie diese adressieren? Vielen Dank. So, danke schön. Erst Herr Elberfeld. Ja, danke, Frau Hatzer, für die Frage. Natura 2000 ist ein gutes Stichwort. Das ist ja Anfang der 90er Jahre gestartet und hat in der Fläche auch sehr viel Zuspruch zunächst bekommen, weil es so eine Art Ordensverleihung war für schöne Flächen, die als Vogelschutz oder als FFH-Flächen ausgewiesen wurde. Aber gleichzeitig wurde den Bewirtschaftern gesagt, ihr könnt weiter so bewirtschaften wie bisher, weil die Flächen sind ja durch die Bewirtschaftung erst so schutzwürdig geworden. Und daraufhin haben viele auch bereitwillig, freiwillig ihre Flächen in FFH- und Vogelschutzgebiete gegeben. Und im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die Zügel immer weiter angezogen werden und die Nutzungseinschränkungen und die Bedingungen der Bewirtschaftung immer strenger wurden, sodass es dazu geführt hat, dass ein erheblicher Vertrauensverlust auf der Fläche entstanden ist in der Umsetzung von Natura 2000. Und diese Gefahr sehen wir jetzt eben auch, dass wir den gleichen Fehler jetzt wieder machen bei der Wiederherstellung bei der Natural Restoration Law, also der Naturwiederherstellungsverordnung. Und da bitte ich einfach nur ganz dringend darauf zu achten, dass das nicht wieder passiert, weil sonst werden wir es nicht umgesetzt bekommen. Die Nutzer draußen sind ja die Problemlöser. Es ist ja hier mehrmals angesprochen worden. Und die müssen wir mitnehmen und nicht abschrecken. Insofern vielen Dank für die Frage. Und deshalb komme ich dann auch zu dem wichtigsten Punkt, den Sie bitte nach Brüssel Ritt geben, ist, dass wir eben kooperativ die Wiederherstellung der Natur hinkriegen müssen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil wenn wir uns gegenseitig streiten, dann werden wir zu keinen Ergebnissen kommen bei allen Problemen, die da sind, die wir alle ja angesprochen haben. Aber ich halte das für den essentiellsten Punkt und wir kriegen das auch durch finanzielle Anreize. Es gibt genug Beispiele, wie das umgesetzt werden kann. Aber nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch Verlagerungseffekte, also sprich Folgeschätzabschätzungen zu treffen, natürlich, was für Auswirkungen das hat. Aber wie gesagt, die Kooperativ- und Anreizschaffung halte ich für das Wichtigste. Danke sehr. Es passt von der Zeit, glaube ich, so ungefähr. Dankeschön, Herr von Elberfeld und Herr Dr. Boley. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage. Ja, es ist aus unserer Sicht sehr wichtig auch gewesen, dass die Wasserkraft auch im überragenden öffentlichen Interesse letzten Endes im EEG gelandet ist. War ja auch kein ganz einfaches Thema, weil wir natürlich auch wetterunabhängigere, so will ich das mal betonen, Stromerzeugung brauchen. Insofern ist die Wasserkraft hier ein wichtiger Baustein in einer zunehmend klimaneutralen Strom- und Energieversorgung. Also welche Probleme sehen wir jetzt hier potenziell? Jetzt werden möglicherweise über diese Verordnung Gebiete ausgewiesen, in denen der Naturschutz eben auch im überragenden öffentlichen Interesse ist. Und dann haben Sie, und das betrifft jetzt nicht nur die Wasserkraft, sondern das betrifft ja letzten Endes auch alle erneuerbaren Energien, genau wieder diesen Zielkonflikt, den man eigentlich ja gerade auflösen wollte, indem man die erneuerbaren Energien in überragendes öffentliches Interesse gestellt hat. Und damit wird es dann in den Abwägungsentscheidungen in den Behörden vor Ort wieder schwierig, sich das am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Die Verfahren werden in jedem Fall wieder deutlich länger werden. Und es wird garantiert auch wieder zu mehr Klagen kommen als ohne dies. Also da sehen wir die Gefahr drin. Und die Wasserkraft oder die erneuerbaren Energien haben sie insofern noch gut, weil sie sind im überragenden öffentlichen Interesse. Sie wären also ein gleichrangiges, zumindest in der Abwägung erstmal gleichrangiges Schutzgut. Wenn wir uns jetzt teilweise Verkehrsinfrastrukturen angucken oder eben auch Industrieausweitungen, die wären das gegebenenfalls eben nicht und würden in diesen Gebieten könnte dazu führen, dass solche Ausweitungen wirklich nur noch im absoluten Ausnahmefall überhaupt möglich wären. Danke. Dankeschön, Herr Dr. Boley. Es geht weiter mit dem Herrn Bleck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei Vorbemerkungen vorneweg. Zunächst finde ich es bemerkenswert, wenn ausgerechnet aus der Fraktion der Grünen Vorwürfe geäußert werden gegenüber anderen Fraktionen, dass man ja die Umweltzerstörung vorantreiben würde mit Braunkohletagebau etc. pp. Das ist deswegen bemerkenswert, weil ja ausgerechnet die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und dort haben wir die größten Braunkohleabbaugebiete ja
den Braunkohleabbau weiter bestätigt haben. Das ist ja nun mal Fakt. Also das ist in etwa so, wie als wenn der Brandleger sich hier als Feuerwehrmann aufspielt. Das halte ich doch für sehr befremdlich. Die zweite Anmerkung aus unserer Sicht stellt die Wasserkraft definitiv keine Energieerzeugungsform dar, die im öffentlichen Interesse ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben in Deutschland 6.900 sogenannte kleine Wasserkraftwerke mit einer installierten Nennleistung unter einem Megawatt. Diese leisten einen Anteil an der deutschen Bruttostromerzeugung von 0,3%. Im Promillebereich besser zu messen als im Prozentbereich. Da kann man nicht von einem relevanten Beitrag sprechen für die Energieversorgung in unserem Land, auch wenn die Wasserkraft weitgehend zumindest natürlich grundlastfähig ist. Und gemessen an dem umweltpolitischen oder an dem artenschutzfachlichen Schaden, den Wasserkraftwerke verursachen, steht der geringe energiewirtschaftliche Nutzen, den man hat, in keinem Verhältnis zueinander. Das nur vorneweg. Mir ging es jetzt noch einmal um die Probleme im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit. Denn ausgerechnet unser EU-Kommissar verkauft die Wiederherstellung der Natur ja als Maßnahme zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit. Nichts könnte falscher sein, denn die Europäische Kommission ist ja gleichzeitig auf dem Weg, den Düngemittel- und Pflanzenschutzmitteleinsatz drastisch zu reduzieren. Von guter fachlichen Praxis kann man hier nicht mehr reden. Und da würde mich interessieren, meine Frage an Herrn Krüsken, welche Möglichkeiten sehen Sie eigentlich hinsichtlich Vertragsnaturschutz, kooperative Ansätze, Ihren Beitrag als Landwirtschaft zu leisten, ohne gleichzeitig immer mit neuen ordnungspolitischen Forderungen überlastet zu werden? Herr Krüsken. Ja, vielen Dank. Ich will nur wiederholen, was ich im Eingangsstatement gesagt habe. Wir werben dafür, in diesem Verordnungsprojekt Nature Restoration auch kooperative Ansätze mit aufzunehmen und vor allen Dingen auch Maßnahmen hier zu berücksichtigen und anzurechnen, die produktionsintegriert sind und die das Spannungsfeld hier zwischen oder das vermeintliche Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Naturschutz entschärfen wollen. Natürlich sind kooperative Maßnahmen die Methode der Wahl. Ich will unabhängig und losgelöst von der Frage noch mal auf das Beispiel Moore eingehen. Es ist ja mehrfach angesprochen worden. Wir haben natürlich in den betroffenen Regionen viele Akteure, die da eingebunden werden müssen. Und Herr Gesenhussi sagten ja, Landwirte sind da Standby. Natürlich stellen sich die Landwirte in den betroffenen Regionen dieser Diskussion und sie haben auch Lösungen. Aber nochmal, die wirtschaftliche Dimension der großflächigen Herausnahme von Mooren aus jeglicher Nutzung ist na vielleicht nicht ganz so groß wie beim Kohleausstieg, aber es ist eine ähnliche Hausnummer. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Deshalb muss man die Leute mitnehmen, man muss die Region mitnehmen, man muss die Landwirte mitnehmen, man muss ihnen Alternativen schaffen. Wir haben dazu ja auch schon seit längerer Zeit in die Diskussion hineingebracht, das Thema nicht nur Paludikulturen, sondern Paludi-PV, weil das sozusagen die Methode der Wahl ist. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man solche doch großräumigen Veränderungen und massive Eingriffe in regionale Wirtschafts-, Lebens- und Arbeitsräume nicht gegen die Betroffenen machen kann, sondern die im Boot haben muss. Danke. Dankeschön. Dann kommt die Kollegin Tati von der Linksfraktion. Vielen Dank. Auch diese Frage geht an Herrn Cyriaks. Und zwar könnten Sie bitte erläutern, ob für Sie der Schutz der Biodiversität nicht sehr eng mit dem Schutz auch des Bodens verbunden ist und wie Sie es beurteilen, dass die Versiegelung des Bodens fortschreitet und wie das im Zusammenhang steht. Herr Cyriaks. Dankeschön für die Fragen. In der Tat ist es so, dass die Biodiversität und gesunde, fruchtbare Böden eng miteinander verwoben sind. Gesunde Böden, ich wiederhole es jetzt nochmal, wirken als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffeinträgen. Sie schützen das Grundwasser. Der ganz überwiegende Teil unseres Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Und das ist unser wichtigstes Lebensmittel. Und deswegen ist da ein intakter Boden
auch ganz, ganz elementar. Die natürlichen Bodenfunktionen kommen ja uns als sozusagen kostenlose Ökosystemleistung uns allen daher zugute. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass gesunde Böden weiter erhalten werden. Da sehen wir eben auch, dass die EU-Wiederherstellungsverordnung dort in die richtige Richtung geht. Wir hatten jetzt ein paar aktuelle Beispiele schon genannt. Wirtschaftliche Entwicklung muss weiter gewährleistet sein, wurde gefordert. Das sehen wir durch die EU-Wiederherstellungsverordnung im Großen und Ganzen nicht gefährdet. Die wirtschaftliche Gesundheit Deutschlands ist dann gefährdet, wenn wir auf den Klimawandel nicht eingehen, wenn wir uns nicht anpassen an den Klimawandel und wenn wir unsere Ökosysteme so stark übernutzen, dass eben ein gesunder Boden zum Beispiel seine Ökosystemleistung nicht mehr erbringen kann. Deswegen sehen wir die Verordnung sehr, sehr ausgewogen. Ein aktuelles Beispiel: vor den Toren Magdeburgs wird von Intel eine riesige Chipfabrik gebaut. Dort entstehen Arbeitsplätze. In Sachsen-Anhalt kann das Land sicher gut gebrauchen. Aber diese Chipfabrik, das sind mehrere hundert Hektar, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, versiegeln halt die besten Böden, die wir haben in Deutschland. Herr Krüssen, korrigieren Sie mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber die Magdeburger Börde, die haben hunderte Böden und es tut mir weh und es tut vermutlich auch vielen, vielen Landwirten in der Seele weh, wenn dieser Boden jetzt versiegelt wird. Da komme ich eben auch zur zweiten Frage. Insofern sehe ich das so, dass die Neuversiegelung, da hat die Bundesregierung sicher auch ein Ziel gesetzt, auf Mindestmaß beschränkt werden muss. Eigentlich brauchen wir aber nicht 30 Hektar oder 20 Hektar pro Tag, sondern wir müssen eigentlich auf ein 0 Hektar Ziel zukommen. Geeignete Flächen müssen viel klüger genutzt werden für die wirtschaftliche Entwicklung und deswegen eben auch meine Bedenken gegenüber solchen Großprojekten wie Intel in der Magdeburger Börde. Entsiegelte Fläche heißt Raum und Chance für naturnähere Verwendung für dort lebende Arten. Natürlich ist auch dort die Wasserspeicherung in den Böden zentrales Argument. Gerade angesichts der drastischen Änderungen in den Niederschlagsmengen. Und da sprechen wir sowohl von Dürre als auch von Starkregen. Das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille, also der gleichen negativen Medaille. Brauchen wir eben eine Wasserspeicherfunktion in unseren Böden für den Rückhalt und Aufnahme von Wasser und damit eben auch unser wichtigstes Lebensmittel, das wir haben. Ja, soweit. Vielen Dank. Dankeschön. Noch Nachfragen? Nein. So, dann kommt jetzt unsere fordernste Runde mit 2 Minuten. Also da bitte ich sehr drum, dass, also mir ist eigentlich wurscht, man kann auch 2 Minuten fragen, dann gibt es aber keine Antwort mehr. Also das wird jetzt die Herausforderung. Und für die SPD, Dr. Kersten. Danke, Herr Vorsitzender. Ohne Floskeln an Herrn André Prescher-Spiridon. Welche Potenziale sehen Sie im Aktionsprogramm natürlichen Klimaschutz für die Umsetzung dieses Restoration Law, insbesondere beim Thema Moorschutz? In Deutschland sind derzeit über 95% der Moorböden entwässert. Die EU-Verordnung sieht Wiederherstellungsmaßnahmen für solche Moore vor, unterscheidet aber zwischen Wiederherstellung und Wiedervernässung. Wie kann man Moore ohne Wiedervernässung wiederherstellen und warum wurde diese aus meiner Sicht etwas merkwürdige Unterscheidung getroffen? Herr Prescher-Spiridon. Danke für die Frage. Ja, ich glaube, diese Unterscheidung ist tatsächlich eher politischer Natur, nicht wirklich fachlich begründbar. Aus unserer Sicht ganz klar, die Wiedervernässung ist das Mittel der Wahl, um Moore wiederherzustellen. Als Beispiel, vielleicht ein Blühstreifen auf dem Acker ist vielleicht besser als der Status quo, aber eben man braucht tatsächlich die Wiedervernässung, um Leistung im Moor wiederzustellen. Eben. Auch da sehe ich also ganz klar, dass wir hören Sie schlecht. Wir können Sie auch nicht lauter stellen. Können Sie irgendwie näher ans Mikro oder was korrigieren? Das Aktionsprogramm, natürlich der Klimaschutz. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Spielt natürlich ganz klar auf diese EU-Ziele
darauf hin. Also eben, was wir jetzt im Aktionsprogramm Klimaschutz machen, das Moor, das wir jetzt wieder vernässen, müssen wir dann nicht mehr unter dem NRL wieder vernässen. Also beides letztendlich trägt zum gleichen Ziel bei. Und was wir jetzt schon mal machen national, hilft uns dann auch, die EU-Ziele zu erreichen. Ist klar. Vielen herzlichen Dank. 10 Sekunden. Ja, also es sind fast 1000 Hektar in der Börde, die versiegelt werden an Herrn Cyriaks. So, das war jetzt eine Botschaft, keine Frage. Der nächste ist der Kollege Mack für die Union. Dankeschön, Herr Ebner. Frau Dr. Wilken, meine Frage richtet sich an Sie. Sie haben die Umsetzbarkeit angesprochen und es sollen ja jetzt Förderprogramme auf den Weg gebracht werden, dass man Daten erheben kann und Pläne machen kann 2023. Das heißt, bis dann die Bewilligung und die Pläne da sind, dann braucht es ja seine Zeit. Gleichzeitig soll man aber in 2 Jahren die Wiederherstellungspläne ja schon fertig haben. Also sind es einfach Ideen aus Brüssel und Berlin, die mit der Wirklichkeit vor Ort nichts zu tun haben. Wie sehen Sie das? Frau Dr. Wilken. Vielen Dank für die Frage. Ja, zuerst würde ich gerne sagen, dass wir nicht von Null starten. Wir sind ja schon mitten im Prozess und vieles ist schon auf dem Weg und soll auch auf den Weg gebracht werden. Aber natürlich, solche Zeitpläne sind ambitioniert, gerade wenn es darum geht, Förderprogramme und Maßnahmen in Eingang zu bringen. Für uns ist immer wichtig, dass Förderung schlank gehalten wird, dass die Nachweispflichten nicht überborden sind, dass wir eigentlich wünschen wir uns ein Budget, mit dem wir umgehen können und was an Wirksamkeit geknüpft ist und an dieser Budgetansatz uns vor Ort die Dinge tun lässt, die wir für richtig halten. Und insofern ist das, was uns die Probleme bereitet, dass die Förderungen kleinteilig sind und eben wir das Personal auch nicht haben, die Maßnahmen umzusetzen. Und es geht ja darum, das hatte ich eingangs auch versucht zu sagen, den Prozess vor Ort zu gestalten. Das heißt, wir müssen nicht nur vergeben, wir müssen auch überzeugen, vermitteln. Das ist nicht von heute auf morgen getan. Es geht ja nicht nur darum, nicht nur neu zu versiegeln, sondern auch Städte umzubauen und auch Maßnahmen in der Fläche zu ergreifen, mit den Akteuren zu reden, mit den Bauern, mit den Landwirten, mit allen. Und das ist einfach auch eine riesige Herausforderung in der Zeit. Und deswegen am liebsten Budget, Geld frei Hand und wir können das dann gut umsetzen. Dankeschön. Verbündet 90 Die Grünen, Dr. Gesenhus. Ja, das nehmen wir gerne mit. Ich wollte noch eine Sache anmerken zur Diskussion, gerade zum Thema Wald. Also wenn ich den Verordnungsentwurf richtig interpretiere, reden wir über Wiederherstellungsmaßnahmen auf einer Fläche, die sich wahrscheinlich im Promillebereich der Gesamtfläche bewegen wird, weil ja nur bestimmte Waldtypen in der Verordnung drinstehen und auch nur da, wo Wald im schlechten Zustand ist. Und darüber hinaus wird es ja eine Auswahlmöglichkeit aus einem ganzen Maßnahmenkatalog geben. Also deswegen da so ein bisschen müssen wir noch mal gucken. Aber ich glaube, das wird deutlich praxisnäher am Ende erfolgen, als das jetzt hier dargestellt würde. Herr Krüsken, ich würde Sie gerne noch mal fragen, weil Sie das gerade auch angesprochen haben, landwirtschaftliche Betriebe sind natürlich ganz entscheidende Verbündete beim Thema Wiedervernässung. Deswegen wollen wir das ja mit dem ANK auch bewusst mit einem kooperativen Ansatz machen. Was brauchen die landwirtschaftlichen Betriebe als Unterstützung, um eben ja, Partnerinnen und Partner zu sein für Wiedervernässungsprojekte? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will 2 Dinge sagen. Das eine ist, dass man den Betrieben natürlich die Tür öffnet, dass sie wirtschaftlich tragfähige Alternativen entwickeln können. Und ich wiederhole das. Wir diskutieren ja politisch sehr viel über Paludikulturen. Aber ich sage mal, das ist etwas sehr Symbolisches. Das sind im Moment Ansätze, die wir haben, die sehr weit entfernt sind von der Marktfähigkeit, ob wir über Rohrkolben oder über Moose oder Torfersatzprodukte reden. Da gibt es einfach produktionstechnische und natürliche Grenzen und Grenzen vom Markt her. Wir müssen daran weiterarbeiten, diese Alternativen zu entwickeln. Aber wenn ich mal in die Wesermarsch gucke, Herr von Elberfeld hat es gesagt, wenn Sie mit mittlerer Intensität auf einem Grünland-Moor-Standort arbeiten, dann haben Sie dort eine Brutto-Wertschöpfung auf dem Hektar von, ich glaube, mit den 3.000 Euro ist es nicht getan, sondern von 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Hektar. Und da
muss es ein Pendant geben, ein Analogon. Und da ist das, was ist die low-hanging fruit, ist die PV. Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt die zwei Minuten aus dem Blick verloren. Und der zweite Punkt. Die Zeit ist tatsächlich um. Ja, also das ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, lassen Sie Maßnahmen zu, wo wir mit angepasstem Wasserstandsmanagement arbeiten können. Weniger Moorkörperabbau, aber trotzdem Grünlandnutzung weiter möglich machen. Danke. Herr Krüsken, danke schön. Kollegin Harzer. Danke schön. Meine letzte Frage richtet sich an Frau Wilkens. Sie hatten eingangs kritisiert den direkten Eingriff in die kommunale Planungshoheit. Welche Folgen hätte das für Ihre kommunale Stadtplanung, wenn die Verordnung unverändert in Kraft treten würde? Wenn Sie vielleicht dazu noch zwei Sätze sagen würden. Danke. Frau Dr. Wilken. Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal sehen wir uns als wesentlicher Akteur in der Umsetzung. Es geht darum, Daten zu erheben, Bestandsaufnahmen zu machen. All das kostet natürlich schon Kapazitäten. Das ist wichtig. Dennoch kommt da auch erheblicher Aufwand, richtiger Aufwand, aber es ist auch als Aufwand zu benennen, auf uns zu. Dann ist das, was ich schon versucht habe darzustellen, nicht die Ziele sind die wir kritisieren, sondern eben, also es ist, wir kritisieren nicht, dass es Ziele gibt und dass es Mindestvorgaben gibt und Mindestziele, sondern wir kritisieren, dass es nicht austariert ist in dem, was vor Ort schon an Gegebenheiten da ist. Also Stadtstrukturen, die aus sich heraus gewachsen sind, wo es wenig Potenzial gibt, noch Grünflächen zu erheben, und Stadtstrukturen, wo es noch Potenzial gibt. Und dieses in Ausgleich zu bringen, das wäre uns wichtig, dass es insofern ein Mindestziel gibt, also 20% städtischer Grünfläche oder Grünflächen ganz konkret zu benennen, anstatt Zuwachsziele zu benennen. So glauben wir, dass es leichter zu erreichen ist. Und wir glauben auch, dass es mit Qualität an Flächen den Blick darauf zu richten ist und dass wir nationale Ziele insgesamt brauchen und nicht für jede Stadt das Ziel, was als konkretes Maß jetzt vorangeht. Angesetzt wird. Danke sehr. Dankeschön für die AfD, Herr Bleck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Hoffmann, in Ihrer Stellungnahme haben Sie davon gesprochen, wie wichtig der Meeresschutz sei, insbesondere vor dem Hintergrund der Kunststoffvermüllung der Meere. Und Sie schlagen vor, dass der effizienteste Weg die Verbrennung ist, also Einsammeln und Verbrennung. Da würde mich interessieren, warum. Herr Hoffmann. Ja, vielen Dank für die Frage. Also es hat sich ja vielleicht schon herumgesprochen, dass ich mit Grundsatzpositionen, die hier allgemein einverständlich eingenommen werden, nicht ganz übereinstimme. Also mein Thema ist zum Beispiel, CO2 hat mit dem Klima nichts zu tun. Also das CO2 ist ein Ding, was wir in der Luft haben, was allpräsent ist und was unsere Pflanzen nährt. Und das hat zur Folge, dass weltweit, egal wo, immer irgendwann eine Pflanze wachsen kann, weil ein unendlicher Vorrat an CO2 in der Luft ist, den sie aufspalten kann und den sie für ihr Wachstum nutzen kann. Und nachdem das CO2 in den letzten Jahrzehnten angewachsen ist, sind die Grünflächen auf der Erde gewachsen. Das heißt, die Produktivität der Erde ist gewachsen. Mein allergrößtes aktuelles Anliegen ist die Verschmutzung der Meere mit Plastik. Wir haben hier in Deutschland 2008, glaube ich, war es, das Recycling erfunden, was zur Folge hatte, dass dann die Plastikbecher zwei Jahre später in Indonesien aufgetaucht sind, so wie das die FAZ damals berichtet hat. Plastik ist, wenn Sie in Lehrbücher der Chemie reinschauen, nichts anderes als Flüsse als festes Öl, was man verbrennen kann. Wenn Sie es verbrennen, wird daraus CO2, und wenn, das heißt, Sie bringen es zurück in den natürlichen Kreislauf. Wenn Sie den Plastik recyceln und auf der Erde lassen, dann wird es immer mehr. Und da es ein Kunststoff ist und kein Naturstoff ist und die Natur es nicht verträgt, muss das verschwinden. Und der einzige Weg ist verbrennen. Kollegin Tati. Ja, auch diese Frage geht an
Herrn Cyriaks. Was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig, um die Biodiversität von Flüssen zu erhöhen? Und welche Maßnahmen tragen zum besseren Schutz der Meere bei? Herr Cyriaks. Dankeschön. Ja, schön, dass Sie das Thema Flüsse und Flusslebensräume noch mal ansprechen. Das hat hier entgegen der großen Bedeutung heute noch nicht so ausreichend Raum gehabt. Deswegen begrüße ich das. Es gibt einen eigenen Artikel über die Wiederherstellung von Flüssen und Hochwasserschutzgebieten in der Verordnung, so wie sie vorgeschlagen ist. Aber es fehlen unserer Meinung nach konkrete und zeitlich begrenzte Ziele zur Beseitigung von Hindernissen. Wir sehen die Wasserkraft übrigens kritisch und glauben, dass mit der Beseitigung von Querbauwerken, da gehört die Wasserkraft dann auch überwiegend mit dazu, den Flusslebensräumen mehr geholfen wäre. Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet sein, 15% der Fließgewässer, das sind knapp 180.000 Kilometer in der EU, in frei fließende Flüsse umzuwandeln und Überschwemmungsgebiete wiederherzustellen. Damit wäre für sowohl für die Natur, für den Klimaschutz, aber auch für die Gesellschaft, die die gewaltigen Kosten von Hochwasserereignissen tragen muss, viel geholfen. Ihre zweite Frage, da muss ich mich beeilen, zielt auf die Meere. Ökosystembasiertes Fischereimanagement, Laich- und Brutstätten müssen unter Schutz gestellt werden und der Ausschluss der Grundschleppnetzfischerei und anderen Praktiken in Meeresschutzgebieten. Dankeschön. Dankeschön. Damit sind wir durch unsere Fragerunden durch. Wir haben uns heute beschäftigt mit dem Restoration Law, mit der Frage der Renaturierung als Stärkung der Ökosysteme, ist es Konflikt, ist es Chance, welche Bedeutung haben ökologische Grundlagen für die Ökonomie, ist die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Natur gleichzeitig Nullnutzung oder ist da auch was anderes möglich? All dieses Spektrum haben wir hier gestreift. Wir haben gesehen Bedenken, wir haben gesehen Zustimmung. Manche Bedenken, so habe ich es jetzt mitgenommen, entstehen offenbar auch durch Missverständnisse im Verordnungsentwurf. Der Prozess, der wird uns weiter begleiten in der Klärung dieser Fragen. Und diese Aufgabe, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen, da habe ich aber eine große Einigkeit rausgehört. Allein der Weg ist das Problem. Und lassen Sie mich als Vorsitzender des Umweltausschusses an der Stelle sagen, da kann Ökologie kein Anhängsel, sondern muss Partner sein auf diesem Weg. Ich danke Ihnen allen für Ihre Beiträge, für die Diskussion. Schließe diese öffentliche Anhörung und damit die 40. Sitzung des Umweltausschusses. Herzlichen Dank.